Wunderschönen guten Abend! Schön, dass Sie alle heute hierher gekommen sind und herzlich willkommen allen Zuschauern auf www de zu unserem dritten Abend und dem vierten Thema. Und wie es gerade angeklungen ist, haben wir auch heute ein Quiz. Wer von uns war am Samstagabend hier? Die allermeisten. Jetzt bin ich mal gespannt. Dann sollten wir in der Lage sein, folgende fünf Fragen zu beantworten. Frage Nummer eins und das ist natürlich eine recht einfache. Da die können wir beantworten, auch wenn wir nicht da gewesen sind. Welche Stadt befindet sich auf sieben Hügeln? Ja, sind Verhalten. Sie hätten auch Rio de Janeiro sagen können, das wäre auch richtig gewesen. Aber in der biblischen Prophetie und auch in der Geschichte war die Stadt mit sieben Hügeln, die wirklich von Interesse gewesen ist, natürlich Rom. Zweite Frage. Und noch darüber haben wir gesprochen. Welcher römische Kaiser verband das Christen mit dem Heidentum? Wer war das? Das war Kaiser Konstantin, genau. Wir haben über die, äh, die konstantinische Wende gesprochen, 313 und dann in den Jahren danach. Dann haben wir folgende Frage. Bin ich mal gespannt, wer sich das gemerkt hat. Wer schrieb das Diktatus Papae? Gregor VII. Sehr gut. Fantastisch. Das war nämlich auch der, äh, weiß jemand noch, was, was mit dem noch gewesen ist? Nicht nur hat er gesagt, die Kirche ist unfehlbar und hat sich niemals geirrt und kann sich niemals irren, das war auch der berühmte Kaiser mit dem, mit dem Kanossergang, der den deutschen Kaiser dort drei Tage im Schnee hat äh, stehen lassen. Und er war so einer derjenigen, ähm, der die Macht des Papsttums an die Spitze getrieben hat. Und dann hatten wir folgende Frage: Wofür ist das Tal Pelice? Berühmt, wer weiß es, das Tal Pelice war eines der drei berühmten Valdenser-Täler, über die wir gesprochen haben, wo über ungefähr 1000 Jahre hinweg ähm, die Wahrheit am Leben erhalten äh, worden ist durch treue Männer und Frauen, die die Bibel abgeschrieben haben, auswendig gelernt haben und in die Welt hinausgetragen haben. Neben dem Tal Pelice war es natürlich auch das Tal Germanaska und das Tal Kisono. Und dann die letzte Frage. Wer war im 14. Jahrhundert Rektor von Lutterworth? Das war John Wycliffe, der erste große, offene Reformator der Kirchengeschichte, über den wir das letzte Mal am Ende gesprochen haben. Und ja, wo wir heute auch anknüpfen werden. Heute, wie gesagt, geht es um 95 Thesen. Mut zur Wahrheit. Und auch heute haben wir fünf Fragen, die wir im Laufe des Vortrags beantworten werden. Ich bin gespannt, welche davon wir vielleicht jetzt schon im Kopf beantworten können. Hier sind die fünf Fragen. Sind Sie bereit? Okay. In wel und wie gesagt, nicht laut rausrufen, einfach nur sich selbst erstmal checken und äh, überprüfen, ob ich das wissen könnte. In welchem Königreich war Jan Hus als Reformator tätig? Wir werden also heute auch über Jan Hus reden und wissen Sie, in welchem Königreich er tätig gewesen ist? Zweite Frage, wo wurde Jan Hus verbrannt? Und das ist eine sehr richtige Antwort. Schauen wir mal überlegen, ob wir das auch im Vortrag dann sehen können. Jetzt nochmal zum selben Belegen, Wie hieß der Beichtvater von Martin Luther? Schon mal gehört? Und dann, in wessen Auftrag handelte der Ablassprediger Tetzel? Und die letzte Frage heute zum Nachdenken: Wo begegnete Luther dem päpstlichen Legaten Kardinal Cajetan? Und ich denke, heute Abend sind wir nicht nur in dieser fünf Fragen deutlich schlauer. Und wie es schon angeklungen ist, 95 Thesen, Mut zur Wahrheit. Da kann es sich natürlich nur um Martin Luther handeln. Aber wir möchten dieses Thema ganz anders beginnen, als man es normalerweise beginnt. Nicht zuletzt möchten wir es zunächst einmal mit Gebet beginnen, denn es ist ein Thema, das wirklich von großem Interesse ist. Und wir wollen den Heiligen Geist bitten, dass er uns in alle Wahrheit führt, auch diesbezüglich. Lassen Sie uns gemeinsam beten zu Beginn. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für dein wunderbares Wort. Wir möchten dir Dank sagen, dass wir auch heute aus der Geschichte kostbare Lektionen lernen dürfen und möchten dich bitten, dass du alles Störende fernhältst, dass wir verstehen dürfen, was wir zu lernen haben. Und dass du unser Herz berührst. Das bitten wir von ganzem Herzen. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Ja, wir werden heute über Martin Luther sprechen. Wir werden aber nicht in Wittenberg beginnen und auch nicht im 16. Jahrhundert, sondern wir gehen an einen ganz anderen Ort zurück, in eine ganz andere Zeit, zurück in das 9. Jahrhundert nach Böhmen, in den Böhmerwald. Im 9. Jahrhundert. Da ist das Königreich Böhmen gerade am Entstehen. Aus den slawischen Stämmen entsteht dieses Königreich. Es wird geeint. Und mit dieser Einigung des Königreichs kommen auch die ersten christlichen Missionare aus West und Ost und bringen im 9. Jahrhundert die Vorbotschaft des Evangeliums nach Böhmen. Das hat zur Folge dass in jener Zeit, um überhaupt die slawisch sprechende Bevölkerung dort zu erreichen, man ihnen das Evangelium in ihrer Landessprache predigt und auch Bibeln übersetzt werden, die in ihrer eigenen Landessprache zur Verfügung stehen. Weiß jemand, was für eine Sprache das hier ist? Das ist das Altkirchenslawische, genau, wird heute noch zum Teil verwendet. Und das wurde dort gesprochen und so war Böhmen einer der wenigen Orte, Außerhalb der Waldenser wo für einen gewissen Zeitraum während des Mittelalters Menschen in ihrer eigenen Sprache Gottesdienst hören konnten und die Bibel erklärt bekamen. Das hielt aber nicht lange vor. Denn schon bald kam jener Mann auf die Szene der Weltbühne. Weiß immer noch, wer das war? Hm? Das war der, der auch Diktatus Papel geschrieben hat, und das war Gregor VII, ganz genau. Dieser berühmte Kaiser. Und nicht nur hat er diese päpstlichen Diktat erlassen. Nicht nur hat er den Kaiser im Schnee warten lassen, er hat auch Folgendes über die böhmische Kirche gesagt. Er hat ihn verboten, weiterhin im slawischen Gottesdienst zu haben und hat dann das folgendermaßen begründet. Es würde nämlich dem Allmächtigen gefallen, wenn der Gottesdienst in einer unbekannten Sprache durchgeführt wird und dass viele Übel und Ketzereien durch Missachtung dieser Regel entstanden sind. Also, ich weiß ja nicht genau, was für ein Bild Sie von Gott haben, aber was würden Sie wahrscheinlich von einem Gott denken, von dem es heißt, ihm gefällt es, wenn man ihn in einer unbekannten Sprache anredet? Weiß nicht, wer von Ihnen hat einen Partner? Was würde wohl Ihr Partner sagen, wenn Sie mit ihm Chinesisch reden, ohne dass Sie selbst Chinesisch sprechen? Da kann sich keine wirklich gute Beziehung aufbauen, nicht wahr? Und das war eines der Mittel, die dazu geführt haben, dass die Menschen keine echte Beziehung zu Gott hatten, ihn irgendwie nur noch als eine Instanz wahrgenommen haben. Aber Gott hatte andere Wege und Möglichkeiten, dass auch in Böhmen das Wort Gottes weiter verbreitet werden konnte. Das hatte natürlich damit zu tun mit den Waldensern, von denen wir schon gehört hatten, dass sie und gesehen hatten, dass sie bis auch nach Böhmen ihr Einflussbereich gehabt haben durch ihre Wanderprediger. Und so hat es auch nach diesem 12. Jahrhundert nach. Gregor dem Siebten, immer wieder Menschen gegeben, die die Wahrheit geglaubt haben in Böhmen, die die Bibel äh, verstanden haben und gepredigt haben und die dafür schrecklich verfolgt worden sind. Einer von ihnen hat auf dem Scheiterhaufen Folgendes ausgesprochen. Wir wissen nicht genau seinen Namen, wir wissen nicht genau, wann er gestorben ist, aber wir wissen noch, was er gesagt hat und es ist fast prophetisch, wenn hier es hier heißt, jetzt hat die Wut der Feinde die Oberhand über uns, aber es wird nicht für immer sein. Es wird sich einer aus dem gemeinen Volk erheben, ohne Schwert und Autorität, gegen den sie nichts vermögen werden. Als könnte er sozusagen am Horizont schon einen besseren Tag sehen, so hat er wahrscheinlich schon vorausgeahnt, was sich in Kürze eignen sollte dort in Böhmen, nämlich die Geburt von Jan Hus. Jan Hus wurde hier in Husinec geboren. Wahrscheinlich wird er nach seinem Geburtsort Husinec benannt in Südböhmen und er kam aus sehr sehr bescheidenen Verhältnissen. Hier haben wir sein Geburtshaus und sein Vater ist sehr sehr früh gestorben, war bald schon halbweise. Hier haben wir haben eine Tafel, ich kann kein tschechisch, aber es wird wohl heißen, dass hier äh, Jan Hus äh, geboren worden ist 1369. Das ist also die Zeit, in der Wycliffe gerade so seine Karriere ähm, hat. Und naja, Jan Hust war ein ziemlich intelligenter Schüler, hat auf einer Lateinschule in der Provinz gelernt und hat dann ein Stipendium bekommen, obwohl er ein sehr, sehr armer äh, junger Mann war. Wie gesagt, sein Vater früh gestorben, seine Mutter hatte auch nicht viel. Hat er ein Stipendium bekommen, um in der größten Stadt der damaligen, bis heute, des Königreiches... Böhmen, nämlich in Prag zu studieren. Und die Geschichte berichtet, dass seine Mutter, seine arme Mutter, ihn bis nach Prag begleitet hat. Und als sie dann so über den Hügel gekommen sind und Prag gesehen haben, da hat sie sich mit ihrem jungen Sohn niedergekniet und hat für ihn gebetet und hat den Segen Gottes für ihn erbeten. Und so ist der junge Jan Hus Ende des 14. Jahrhunderts dort in Prag. Auf die Universität gegangen. Circa 1390 begann er im Alter von 21 Jahren in Prag zu studieren. Nach sechs Jahren hatte er das Magister Artium abgeschlossen. Das waren die sieben freien Künste. Das waren Dinge wie Musik und Astronomie und Geometrie und Rhetorik und Grammatik und so weiter. Und danach wurde er bereits Lehrer an der Universität. Zwei Jahre später begann er das Studium der Theologie, wurde zwei Jahre später zum Priester geweiht. Ein Jahr später wurde er Dekan der Philosophischen Fakultät, noch ein Jahr später war er Professor. Und wie würde man so eine Karriere bezeichnen? Steil. Innerhalb von wenigen Jahren wurde aus einem armen Bettelstudenten aus der Provinz einer der angesehensten Gelehrten ganz Europas. Er war der Stolz der böhmischen Nation. Ebenfalls 1402 wurde er berufen an die Bethlehemskapelle, die war nicht in Bethlehem, sondern in Prag, und sie hieß deswegen Bethlehemskapelle, weil einige Jahre zuvor ein, ein Prager äh, Geistlicher dort eine Kapelle gründen wollte, wo man Gottesdienst in Böhmisch hören kann. Weiß jemand, was Bethlehem übersetzt heißt? Zufällig? Bethlehem heißt Haus des Brotes. Und diese Kirche sollte ein Haus des Brotes sein. Ein Ort, wo man geistlich ernährt wird, wo man nicht einfach nur lateinische De Sentenzen hört, von denen man keine Ahnung hat, sondern wo man tatsächlich etwas aus der Bibel versteht, wo man ernährt wird. Ein Bethlehem sozusagen, ein Haus des Brotes. Und diese Kirche, diese Gemeinde hat schon einige Jahre existiert dort in Prag. Und Jan Horst als dieser junge, aufstrebende nationale Gelehrte wird jetzt eingeladen, dort Prediger zu sein. Und Hus predigt mit Leidenschaft. Man sagt, wenn er gepredigt hat, dann war die Bude nicht nur rappelvoll, es war zum Teil unermesslich. Bis zu 3000 Leute haben sich in dieser Kirche zusammengefunden, um seine Predigten zu hören. Und er war nicht nur ein Gelehrter, er war nicht nur ein intelligenter Mann, er hat mit Leidenschaft gegen die Missstände in der Zeit und in der Kirche gepredigt. Die Leute waren begeistert. Und naja, so ging es einige Zeit. Er hatte bereits seit einigen Jahren durch einen Freund etwas Interessantes mitbekommen. Das hier ist sein Freund, ungefähr zehn Jahre jünger. Damals war er noch nicht so alt wie hier auf dem Bild. Leider sind diese Bilder immer aus der Spätzeit der Reformatoren, nicht wahr? Ähm, als 1398 Hieronymus von Prag aus England zurückkommt, ist er 19 Jahre alt. Hoss ist 29. An der Universität. Hieronymus kommt als 19-Jähriger zurück und er war eine Zeit lang in England gewesen. Und kann sich noch jemand erinnern, wer war zu dieser Zeit sehr berühmt in England? John Wycliffe. Und die Böhmen hatten eine ganz besondere Beziehung zu Wycliffe. Das lag an dieser Frau hier. Weiß jemand, wer das ist? Das ist Anna von Böhmen. Und Anna von Böhmen, die böhmische Prinzessin, war keine geringere als die englische Königin verheiratet mit Richard II. Und nicht nur eine Böhmen, sondern auch eine bekehrte Anhängerin von Wycliffe. Und so hatte sie besonders das äh, Bedürfnis, die Lehren von Wycliffe nach Böhmen zu bringen. Und einer von diesen jungen Gelehrten, die dort in äh, England studiert hatten und jetzt die Schriften von Wycliffe mitgebracht hatten nach Böhmen, war jener Hieronymus, 19 Jahre alt. Die Reformation war schon damals im Mittelalter, auch wenn die Leute auf den Bildern immer lange Bärte haben, eigentlich eine Jugendbewegung. Ein 19-Jähriger bringt die Schriften nach Böhmen und Jan Hus, wie gesagt, 10 Jahre älter, immer noch relativ jung, liest das und ist relativ angetan. Er glaubt nicht gleich alles, ist auch an manchen Stellen skeptisch, aber er sieht viele Dinge dort in den Schriften, die ihn begeistern. Zu jener Zeit, passiert es dann, dass zwei weitere, und hier haben wir nochmal Schriften von Wycliffe, wie das letzte Mal gesehen, dass zwei weitere Missionare, diesmal echte Engländer aus London kommen. Die kommen nach Prag und predigen gegen das Papsttum. Nicht wahr? Wycliffe hat ja gesagt, der Papst ist der Antichrist. Und so predigen auch seine Anhänger, selbst in fernen Landen, der Papst ist der Antichrist. Nun, wenn man das predigt, im, naja, Anfang des 15. Jahrhunderts in Böhmen, dann bekommt man relativ schnell Redeverbot. Und so ist es ihnen ergangen, haben Redeverbot bekommen. Aber diese Missionare waren nicht auf den Kopf gefallen. Als sie nicht mehr reden durften, haben sie andere Mittel zur Verfügung gehabt. Sie haben sich Bilder genommen und haben Bilder gemalt. Auf dem einen Bild einen, einen Papst, wie er so in all seinem Prunk und all seiner Pracht durch die Straßen reitet. Auf dem anderen Bild Jesus, wie er auf einem Esel demütig reitend ähm, in Jerusalem einzieht. Diese beiden Bilder hat man wortlos auf den Marktplatz von Prag hingestellt. Das war natürlich eine Predigt, die jetzt keiner wirklich äh, verbieten konnte und vor allem die eine gewaltige Wirkung gehabt hat. Jan Host, der das gesehen hat auf dem Marktplatz, war zutiefst beeindruckt. Und das hat ihn dazu geführt, noch mehr zu studieren, was der Wycliffe wohl gemeint hat. Er hat seine Bibel noch mehr zur Hand genommen und hat in der Bibel noch tiefer versucht, das Evangelium zu verstehen. Und auch die Prophezeiungen zu studieren und hat sich auch mehr in die Schriften von Wycliffe vertieft. Wir sehen hier also gleich einen, eine Verlinkung, eine Verbindung zwischen Wycliffe und Jan Hus. Und so predigt er das, was er herausfindet. Und die Leute sind begeistert, er wird zum nationalen Helden. Und ganz Böhmen ist stolz auf ihn. Es kommt dann aufgrund Gewisser Spannung an der Universität zu einem sogenannten ähm, Dekret. Huss war mittlerweile Rektor geworden, der Universität sogar. Er hatte zwischenzeitlich sogar Redeverbot erhalten vom Prager Erzbischof, weil er so nahe an den leeren Wickels schon gewesen ist. Aber Jan Huss hat sich an dieses Redeverbot nicht gehalten, hat einfach weiter gepredigt, weil er wusste, das Volk liebt ihn. Dann am 18. Januar 1409, ergeht das sogenannte Kuttenberger Dekret, was dazu führt, dass die Böhmen an der Universität gestärkt werden. Damals haben nicht nur Böhmen dort studiert, sondern auch Sachsen, Polen und Bayern. Und alle diese vier Nationen hatten jeweils eine Stimme. Das Problem war nur, dass die Sachsen, Polen und Bayern immer einig waren in ihren politischen Entscheidungen und die Böhmen irgendwie nie zum Zuge kamen. Und dann hat dann der böhmische König Wenzel tatsächlich beschlossen, dass ab sofort die Sachsen, Polen und Bayern nur noch eine Stimme gemeinsam haben und die Böhmen drei Stimmen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Sachsen, Polen und Bayern nicht besonders erfreut waren und deswegen zu Haufe die Universität in Prag verlassen haben. Vor allem nach Deutschland, nach Sachsen und nach Bayern. Dort wurden dann Universitäten wie Leipzig gegründet. Aber was diese Studenten mitgenommen hatten, das ist übrigens das Dekret, das war eine, ein Wissen und eine Kenntnis von den Predigten von Jan Hus. Und so war, es diese, so war es, dass diese universitäre Angelegenheit plötzlich zu einem Mittel wurde, das Evangelium ganz unvermittelt nach Deutschland zu bringen, zumindest ansatzweise. Und dieser Prediger Jan Hus, der ganz Böhmen, vor allem Prag, in Aufruhr versetzte mit seinen Worten und damit sich gegen den Papst stellte, hat natürlich in Rom jetzt auch für Notiz gesorgt. Wenn man von der römischen Kirche zu jener Zeit spricht, spricht man eigentlich von einer gespaltenen Kirche. Wir hatten ja letztes Mal gesehen, dass zur Zeit von Wycliffe es zu, einem, zu einer Kirchenspaltung gekommen war. Mittlerweile gab es nicht mehr zwei Päpste, es gab jetzt drei Päpste. Das war zwar nicht die heilige Dreinigkeit, denn einig waren sie auf jeden Fall nicht. Wir hatten gleichzeitig Alexander den 5. in Pisa und Gregor den Zwölften in Rom. Und Moment, waren wir ihn hier genau, Benedikt den in Frankreich in Avignon, die also viel Zeit und Geld damit verbracht haben, sich gegenseitig zu bekämpfen. Aber alle drei waren nicht besonders gut auf Jan Hus zu sprechen. Und er wird nach Rom eingeladen, um sich dort zu verteidigen. Und wenn man nach Rom eingeladen wird, als jemand, der gegen Rom gepredigt hat, um sich zu verteidigen, dann weiß man, das Ende wird wohl nicht gut ausgehen. Und so setzt sich der König von Böhmen und die Königin setzen sich ein, dass er bleiben darf. 1410, am 9. März, eröffnet dann Alexander V., einer dieser drei Päpste, eine Bulle gegen Wycliffe, der mittlerweile schon längst tot ist, und ordnet an, dass Wycliffe's Handschriften verbrannt werden. Das heißt, die Maßnahme richtete sich noch nicht direkt gegen Jan Hus, aber gegen den, den er gepredigt hat. Und wenn man von Wycliffe begeistert ist und ihn predigt und plötzlich dessen Handschriften verbrannt werden, dann sieht man schon, in welche Richtung das ungefähr gehen wird. Und so ist es Hus ergangen. Er wird jetzt angeklagt in Rom, aber nur, naja, nicht mal zwei Monate später stirbt Alexander V. Und so muss der Prager Erzbischof, der unbedingt gegen Jan Hus vorgehen möchte, sich erneut an Rom wenden. Im Juli wird dann Hus mit einem Bann belegt. Hier haben wir... Den Kaiser, von, äh, den König von, von Böhmen, Wenzel, und hier einen dieser drei Päpste. Das ist kein besonders schönes Bild, nicht wahr? Naja, wie auch immer. Und im Februar wird er von einem anderen der Gegenpäpste ebenfalls mit dem Bann belegt und er wird aus Prag verwiesen. Zunächst einmal hält er sich nicht dran, bleibt einfach da, predigt weiter. Aber die Päpste wissen schon, wie sie ihn bekommen können, denn man legt den Bann auf ganz Prag. Und wenn eine Stadt gebannt ist, dann hat das im mittelalterlichen Denken enorme Konsequenzen gehabt. Das bedeutet, dass dort alle Kirchen geschlossen werden. Man kann nicht mehr zum Gottesdienst gehen. Man kann keine Hochzeiten mehr feiern. Stellen Sie sich vor, Sie wollen heiraten und Sie kommen da mit Ihrer Braut oder Ihrem Bräutigam zur, zur Kirche und der Prediger sagt, also der Pastor sagt, der Priester sagt, nein, hier gibt es keine Hochzeit. Ähm, stellen Sie sich vor, jemand stirbt, dann wurde diesen Mel also Wurde ein Begräbnis auf dem Friedhof verweigert. Die Leute wurden auf dem Acker verbuddelt. Und das sollte natürlich der Bevölkerung sagen: äh, Mit Rom ist nicht zu spaßen. Wenn ihr wollt, dass das Leben weitergeht, dann müsst ihr dafür sorgen, dass der Kirchenbann aufgehoben wird. Und damit der Kirchenbann aufgehoben wird, muss was geschehen: Hus muss raus. Und das hat natürlich seine Wirkung gehabt. Und wenn man nicht mehr heiraten kann und nicht mehr Begräbnisse haben kann, und nicht mehr zum Gottesdienst gehen kann, dann verzichtet man vielleicht auch auf den Lieblingsprediger. Und so hat sich eine große Teil der Prager Bevölkerung gegen Hus gewandt und Hus musste dann 1412 fliehen. Nicht zuletzt hatte sich auch der König gegen ihn gewandt aus folgendem Grund. Jan Hus hatte auch gegen den Ablass gepredigt und der Ablass hatte Geld gebracht und so musste Hus fliehen. Er schreibt dann folgendes. Wisset also, dass ich durch diese Ermahnung Christi und sein Beispiel geleitet mich zurückgezogen habe, um nicht den bösen Gelegenheit zur ewigen Verdammnis und den guten zur Bedrückung und Betrübnis Ursache zu werden. Aber die Bibel sagt, wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Was ist wohl passiert, als Huss Prag verlassen musste? Hat er sich in Luft aufgelöst? Wohl eher nicht. Was, hat er wohl, was, hat, was, was hätten Sie gemacht, wenn Sie Prag verlassen müssten? In eine andere Stadt gehen, nicht wahr? Und genau das hat er gemacht. Er ist jetzt von Ort zu Ort gewandert, ist als Reiseprediger durch Böhmen gezogen und statt jetzt nur Prag für das Evangelium zu gewinnen, hat er jetzt nach und nach ganz Böhmen erreicht. Und so zeigt sich immer wieder, dass wenn wir versuchen, gegen die Wahrheit zu kämpfen, genau diese Maßnahmen nur dazu führen, dass die Wahrheit sich mehr verbreitet. Und das ist etwas Wunderbares an der Wahrheit, dass man nicht wirklich etwas gegen sie unternehmen kann. Und Jan Hus hat genau das erlebt. Er verbringt noch mehr Zeit im Studium der Bibel und hat dann einige Zeit hier auf einer berühmten Burg in Böhmen, auf der Ziegenburg verbracht. Um dort seine Schriften zu verfassen, vor allem sein berühmtes Werk, De Ecclesia, wo er die Idee entwirft, dass nicht die römisch-katholische Kirche per se die Gruppe aller Gläubigen ist, sondern dass es quasi eine unsichtbare Gruppe gibt von Geretteten, von Menschen, die gläubig sind. Und manche von denen sind in der Kirche und manche vielleicht nicht. Das heißt, nicht durch Kircheneintritt bin ich gerettet, sondern wenn ich der Bibel folge, wenn ich wirklich Jesus als meinen Erlöser angenommen habe und das war natürlich ein starker tobak für die damalige zeit. aber es hat natürlich großes bewirkt. nach einiger zeit ist er dann zurückgekommen nach prag. die wogen hatten sich etwas geglättet und sein freund hieronymus, der damals immer noch jünger war als er hier aussah, hat sich jetzt voll an seine seite gestellt. eine interessante beobachtung in der reformation ist die. Dass Gott selten Einzelpersonen berufen hat. Meistens waren es Personen, Gruppen, meistens zwei oder drei, die sich stark ergänzt haben. Inwiefern haben sich die beiden ergänzt? Hieronymus war der absolut Brillante. Er war genial. Hieronymus war ein Rhetoriker durch und durch. Er konnte die Volksmassen begeistern. Huss dagegen war charakterfest demütig und etwas bedachter. Und wo der eine vielleicht etwas zu forsch war, war der andere etwas bedachter. Und wo der andere vielleicht etwas zu einfach war, war der andere wieder clever genug. Und zusammen haben sie genau das erreicht, was erreicht werden sollte. Es war in jener Zeit, gerade als Hust bevor er nach Park zurückkam, sich in der Ziegenburg versteckt hielt, dass er sich wirklich Gedanken gemacht hat. Bin ich wirklich auf dem richtigen Weg? Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal erlebt haben, dass Sie plötzlich einen Weg eingeschlagen sind, der Sie mit der Mehrheit in Konfrontation gebracht hat. Wenn man plötzlich eine Wahrheit entdeckt, etwas Neues entdeckt, was vorher einem nicht klar gewesen ist, man ist begeistert davon, erlebt man ganz schnell, dass sich ganz viele gegen einwenden. Und ja, man kann vielleicht sehen, dass es wahr ist, man kann sehen, dass das so sein muss, aber dann stellt man sich schon die Frage, Warum sollte ausgerechnet ich die Wahrheit erkannt haben und so viele andere nicht? Und Jan Hus hat sich auch diese Frage gestellt: Woher weiß ich, dass ich recht habe? Und wie kann es sein, dass diese Kirche, die seit Jahrhunderten, ja seit über 1000 Jahren anerkannte Herrscherin der Welt ist, dass die falsch liegt? Und Jan Hus hat das Problem so für sich gelöst. Er hat gesagt: Die Kirche hat schon die richtige Autorität, aber sie missbrauchen ihre Autorität. Und er hat das so ein bisschen verglichen mit dem Volk Israel. Und so wie es für das Volk Israel, wo es auch immer wieder Abfall gab, Propheten brauchte, die, die Wahrheit gepredigt haben, so hat er sich auch als jemand gesehen, der die Missstände wieder in Ordnung bringen musste. Wie gesagt, Hieronymus beginnt ihn zu unterstützen und gemeinsam tun sie ein Werk, was keiner von beiden alleine hätte tun können. Übrigens, diese beiden Männer haben längst nicht alle Wahrheiten der Bibel entdeckt. So wie Wycliffe haben sie die ersten Schritte gemacht. Sie haben grundlegende Dinge des Evangeliums verstanden. Sie haben die Bibel versucht zu studieren. Aber nur Schritt für Schritt sind sie der Wahrheit näher gekommen. Und wenn wir in dieser Serie vorangehen, werden wir sehen, wie Gott die Wahrheit Schritt für Schritt offenbart hat. Es ist etwas, was wir in unserem eigenen Leben auch erleben. Ich habe es in meinem Leben erlebt, dass Gott mir nicht alle Wahrheit auf einmal gezeigt hat. Und ich kann Ihnen versprechen, dass Gott auch in ihrem Leben genau das Gleiche tun wird. Schritt für Schritt zeigt er, worauf es ankommt. Aber an jedem Schritt brauchen wir den Mut zur Wahrheit, um dieser Wahrheit auch Ausdruck zu verleihen. Wir werden sehen, dass die Reformation nur deswegen voranging, weil jedes einzelne Glied in der Kette die Wahrheit, die es erkannt hat, auch verteidigt hat. Wycliffe hat das, was er erkannt hat, genommen und verteidigt. Und Huss, der dann von Wycliffe abhängig war und das gesehen hat und dann weiter studiert hat, hat das, was er entdeckt hat, verteidigt. Und so geht die Kette dann immer weiter. Wie gesagt, Europa befand sich in der Dreifachspaltung der, des abendländischen Schismas. Und das konnte so nicht weitergehen. Während... Huss immer weiter im Konflikt mit Rom steht, muss die Kirche selbst dringend reformiert werden. Das sah nicht nur Jan Huss, das sah sogar der deutsche Kaiser. Und während Huss immer wieder diese Frage gestellt wird, die schon Elia gestellt worden ist, er ist, bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Man hatte Jan Huss damit verantwortlich gezeichnet, dass er die ganze Nation Böhmen in Aufruhr bringt. Während das immer so weitergeht, entschließt sich der Kaiser vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, übrigens der Bruder des böhmischen Königs, Sigismund, ein allgemeines Konzil einzurichten, das jetzt diese Kirchenspaltung überwinden soll. Das ist einer der drei Päpste, Johannes der 13., 23. Und der sollte dieses Konzil jetzt einberufen. Und auf diesem Konzil sollte nicht nur die Kirchenspaltung. Überwunden werden. Es sollte auch alle Heresie, alle Ketzerei ausgerissen werden. Und naja, dazu musste Jan Hus ebenfalls eingeladen werden. Weiß jemand, wo das ist? Das ist Konstanz. Das ist das Konzilsgebäude. Kann man heute noch besuchen. An keinem anderen Ort der Reformation bin ich so oft gewesen wie in Konstanz. Ich liebe es. Es gibt ganz, ganz viele Stellen, die man da besuchen kann. Wenn Sie mal nicht wissen, wo Sie hinfahren sollen, die nächsten Wochen oder Monate, fahren Sie mal nach Konstanz. Ist wirklich eine Reise wert, wenn man diese Geschichte hier gut kennt. Die Freunde von Hus haben ihn gewarnt, geh nicht nach Konstanz, sie werden dir dort nichts Gutes tun. Aber Jan Hus war bereit, seinen Glauben zu verteidigen. Und er schreibt dann einen Abschiedsbrief an einen seiner Freunde, der mich schon immer sehr bewegt hat, wenn ich ihn gelesen habe. Er sagt, möge die Herrlichkeit Gottes und das Heil von Seelen dein Gemüt in Anspruch nehmen und nicht der Besitz von Fründen und Vermögen. Hüte dich davor, dein Haus mehr zu schmücken als deine Seele. Und verwende deine größte Sorgfalt auf das geistliche Gebäude. Ich glaube, das sind Worte, die uns heute noch tief treffen. In einer Zeit, wo wir auch heute noch oftmals die meiste Sorgfalt auf unseren äußerlichen Besitz, unser äußerliches Ansehen verwenden. Da kommen diese Worte, die mehr als 500 Jahre alt sind, glaube ich, ganz gelegen. Er sagt weiter, sei liebevoll und demütig den Armen gegenüber. Und verschwende deine Habe nicht durch Festgelage. Solltest du dein Leben nicht bessern. Und dich des Überflüssigen enthalten, so fürchtig wirst du hart gezüchtigt werden, wie ich selbst es bin. Jan Hos erkannte in der größten Krise seines Lebens, wie viel er in seinem Leben vergeudet hatte. Er hatte gesehen, wie viel Zeit er mit Unnützem verschwendet hat. Als die Krise kam und er plötzlich vor Kaiser und Reich und Konzil gestellt wurde und sich verantworten musste. Und als er zurückblickte auf sein Leben, weil er wusste, vielleicht kommt er nie wieder zurück, da sah in seinem Leben so viele Punkte, wo er gesagt hat: hätte ich nur meine Zeit besser genutzt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Freund, liebe Freundin. Wenn du heute auf dein Leben zurückschaust, gibt es da Dinge, wo du sagst: hätte ich nur meine Zeit besser genutzt? Vielleicht. Lernen wir heute von Jan Hos etwas und ändern das in unserem Leben, bevor wir dann selbst mal erst am Ende unseres Lebens diese Entscheidung fällen. Nicht wahr? Er sagt: Du kennst meine Lehre, denn du hast meine Unterweisung von deiner Kindheit an empfangen. Deshalb ist es unnütz für mich, dich weit, dir weiterzuschreiben. Aber ich beschwöre dich bei der Gnade unseres Herrn, mich nicht in irgendeiner der Eitelkeiten nachzuahmen, in welche du mich fallen lässt. Als Jan Hus, dieser große Mann Gottes, auf dem Weg ist zum Konzil, wo er weiß, dass ihm nur Feinde erwarten, und er die letzten Instruktionen gibt seinen Nachfolgern, Anhängern, da sagt er: Schau nicht auf das, was ich verkehrt gemacht habe, auf die Eitelkeiten. Selbst dieser Mann Gottes wusste, als er zurückschaut in seinem Leben, es gab vieles, für das er nicht stolz sein konnte. Wie ist es in deinem Leben, wenn du zurückschaust? Gibt es da auch solche Eitelkeiten, von denen du wünschst, dass die nächste Generation oder die, die auf dich schauen, sie nicht imitieren? Jan Hus wusste, gerade weil er so eine große öffentliche Figur gewesen ist, ein Mann, auf den alle aufgeschaut haben, war es nur wahrscheinlich, dass die, die ihm nachfolgten, auch seinen Fehlern nachfolgen würden. Und wir lernen hier etwas sehr einfaches, aber sehr profundes. Dass egal wer wir sind, wir einen Einfluss haben. Auf die, die nach uns kommen. Und Jan Hus wusste und musste diese bittere Lektion lernen, dass, wenn man nicht von Anfang an ein gutes Beispiel ist, in allen Dingen, dass man dann unter Bitten und Flehen versuchen muss, diesen schlechten Einfluss wieder auszumerzen. Auf dem Umschlag des Briefes fügte er bei: Ich beschwöre dich, mein Freund, dieses Siegel nicht zu erbrechen, bis du die Gewissheit erlangt hast, dass ich tot bin. Er machte sich auf den Weg nach Konstanz. Man kann heute noch sein Haus besuchen, wo er gewohnt hat, die ersten Wochen. Hier die Herberge, wo er 1414 ähm, angekommen ist. Ein kleines Museum drin, das sehr informativ ist. Am 3. November erreicht er Konstanz und nur zwei Tage später kommt auch Papst Johannes der 23. einer dieser drei Gegenpäpste ähm, an. Er ist der einzige von den drei Päpsten, der persönlich kommt, weil er das Konzil auch einberufen musste. Auf Druck von Siegesmund. Die anderen lassen sich nur durch Vertreter vertreten. Aber dieser Papst kommt mit allem Prunk und Gepränge, obwohl er auf dem Weg dorthin in den Alpen wohl gestürzt ist und sein ganzer Wagen umgefallen ist, worauf ihm wohl der etwas unpäpstliche Ausspruch, hier liege ich nun den Teufelsnamen, entfleucht sein soll, ist er dann doch in Konstanz mit großem Prunk eingezogen. Ganz anders als der arme Hus, der so. Ganz nebenbei in die Stadt hineingegangen ist. Huss kommt an, er bekommt noch bei Anfang November ein sicheres Geleit, nicht nur von Sigismund, sondern auch vom Papst selbst und wird dann doch am 28. November gefangen genommen. Nur wenige Tage später wird er auf die Dominikanerinsel verlegt. Und dann am 24. Dezember zu Weihnachten kommt König Sigismund selbst. Er hatte von den Vorgängen, keine Ahnung, war bitterböse, dass sein Wort gebrochen worden ist. Er hatte dem, dem Jan Hus versprochen, du kannst hier sicher her und kannst auch wieder zurück. Aber die Papstanhänger haben ihm gesagt, weißt du was, ähm, er ist ein Heretiker. Und einem Heretiker muss man kein Wort äh, halten. So einfach ist das. Und naja, dabei ist es geblieben. Das Dumme war nur, übrigens hier ist die die Kerkerinsel, der Dominikanerinsel, wo er gefangen genommen worden ist. Hier ist der Rhein. Mittelalterliches Bild von Konstanz. Das Dumme war nur, dass derselbe Papst, Johannes der 23. der mit solch einem Prunk und solch einer Pracht hinein marschiert ist, dass der selbst wusste, dass wenn man ihn untersuchen würde und seine Handlungsweise der letzten Jahre, dass er nicht lange Papst bleiben würde. Das ist auch passiert. Er ist schnell abgesetzt worden und dann wusste er, würde es ihm schnell ergehen. So ist die Johannes dann am 20. März 1415 geflohen. Übrigens, nur nebenbei, Jan Hus wurde gefangen genommen, weil der Papst behauptet hatte, der würde wahrscheinlich fliehen. Jan Hus hat aber niemals die Absicht gehabt zu fliehen. Währenddessen hat der Papst selbst die Absicht zu fliehen und ist auch geflohen, wurde dann aber am 29. April in Freiburg gefasst und in dasselbe Gefängnis geworfen wie Jan Hus. Stellen Sie das mal vor. Jetzt, man würde ja denken, wenn Jan Hus, der das Papsttum kritisiert, im Gefängnis ist und dann das Konzil zu dem Schluss kommt, dass dieser Papst tatsächlich ein, ein, ein Monstrum gewesen ist, das Konzil sagt, er hat Sünden begangen, die, nicht, äh, die man nicht namentlich erwähnen kann, man würde doch denken, dass man dann eigentlich Jan Hus rehabilitiert hat, oder? Aber dasselbe Konzil, das diesen Papst abgesetzt hat und diese Sünden allesamt aufgedeckt hat und die Missstände versucht hat zu ver verändern, dasselbe Konzil hat weiter Jan Hus als ein Heretiker betrachtet. Denn Jan Hus war nicht einfach nur in einen Missbrauchsskandal involviert von weltlicher oder geistlicher Amt. Jan Hus war in einem Magna-Konflikt, in einer gewaltigen Auseinandersetzung. In Gefängnis wird er schwer, schwer krank. Die damaligen Gefängnisse waren nicht wie heute, wo man alle Annehmlichkeiten hatte, nicht wahr? Die damaligen Gefängnisse waren ein Loch. Und da gab es als Gesellschaft Ratten. Wenn überhaupt. Da haben wir den Papst in seinem Gefängnis. Das hat er sich wahrscheinlich nicht so geträumt, aber so ist es dann auch für ihn ausgegangen. Und am 4. Mai werden dann auf dem Konzil. Wycliffs Lehren posthum verdammt. Kurz Zeit später sind ja dann, wie wir letztes Mal gesehen haben, seine Gebeine ausgegraben worden und in den, Gra und in den Bach äh, geworfen worden. Und dann wird Hus Ju im Juni, vom 5. bis 8. Juni, vier Tage lang im Franziskanerkloster vom Konzil verhört. Und dann Haben wir ein Bild, wie man ein Künstler sich das vorgestellt hat. Ihm werden allerlei Dinge vorgeworfen, aber Jan Hus steht treu zur Wahrheit. Und auch eine schöne Lektion. Die wir lernen können, dass selbst wenn wir in unserem früheren Leben zwar schon gläubig gewesen sind, viel getan haben, aber doch manchmal nicht so gelebt haben, wie wir es hätten leben sollen, dass wenn wir am Ende unseres Lebens treu sind, wir den Sieg davon behalten. Jan Hus hält eine beeindruckende Rede und er schreibt dann nach seinem Verhör aus dem Gefängnis: Ich schrieb diesen Brief im Kerker und in Ketten, mein Todesurteil morgen erwartend was der gnädige Gott an mir bewirkt und wie er mir beisteht in wunderlichen Versuchungen, werdet ihr es dann einsehen, wenn wir uns bei unserem Herrn Gott durch dessen Gnade in Freuden wiederfinden. Gerade dann, wenn der Konflikt am größten wird. Gerade dann, wenn wir von, den Seiten, von allen Seiten am meisten bedrängt werden. Gerade dann ist Gott uns am allernächsten. Jan Hus hat das erlebt. Gerade dann, als es nichts mehr zu hoffen war, sagt er, was der gnädige Gott an mir bewirkt hat und wie er mir beisteht. Könnte es sein, dass wir manchmal die Nähe Gottes und den Beistand Gottes gar nicht so sehr erfahren, weil wir den Konflikt in unserem Leben ausweichen und lieber den Kompromiss suchen? Jan Hus ist dem Kompromiss, also ist dem Konflikt nicht ausgewichen. Jan Hus stand für die Wahrheit, die er erkannt hatte. Und Gott stand ihm bei. Dann am 6. Juli wird der Urteilsspruch im Konstanzer Münzer, Münster erwartet. Und dazu findet sich das gesamte Konzil in seiner Pracht ein. Der Kaiser selbst ist gegenwärtig. Hier haben wir das, das Münster, ein Bild von jedem Konzil aus einer zeitgenössischen Chronik. Und hier soll jetzt das endgültige Urteil gefällt werden. Böhmische Adlige haben übrigens dagegen protestiert, dass Hos eingekerkert wird, aber sie hatten keinen. Erfolg gehabt. Und wiederum steht er dort, verteidigt sich und dann sagt Jan Hus am Ende: Ich bin aus eigenem freien Entschluss vor dem Konzil erschienen, unter dem öffentlichen Schutz und dem Ehrenwort des hier anwesenden Kaisers dreht sich um, schaut auf Siegesmund. Das gesamte Konzil dreht sich um, schaut auf Siegesmund. Und Kaiser Siegesmund errötet. Er hatte sein Wort gegeben, aber sein Wort nicht gehalten. Jan Hus darf nicht frei zurückgehen. Er wird verurteilt. Verurteilt bedeutet, ihm wird zuerst seine Priesterweihe abgenommen. Das heißt, man degradiert ihn, man setzt ihm so hässliche Masken auf und so Mützen und mit, mit Teufeln drauf, nennt ihn den Erzketzer äh, und man, dann spottet man, verspottet man ihn und hat das alles sehr würdig ertragen. Ich weiß nicht, wer von uns ist schon mal so richtig verspottet worden, so richtig von oben nach unten verlacht worden? Schau mal, was Jan Hust gesagt hat, unser Herr Jesus Christus wurde zum Zeichen der Schmierung mit einem weißen Mantel bedeckt. Als Herodes ihn vor Pilatus bringen ließ und als man ihm dann diese hässliche Mütze aufgesetzt hat hier mit den Teufeln drauf, hat er gesagt, ich möchte diese, diese Mütze dir zu Ehren tragen, Herr Jesus, der du für mich die Dornenkrone getragen hast. Magna conflictio bedeutet in unserem Leben manchmal nicht nur, dass wir roher Gewalt ausgesetzt sind, manchmal auch dem Hohn und Spott der anderen. Und manchmal ist das schwerer zu ertragen, oder? Hohn und Spott. Aber Jan Hus hat es ertragen und dann ging es hinaus in die Stadt. An jenen Ort, an dem er verbrannt werden sollte. Es gab eine große Prozession. Jan Hus hat nicht etwa traurig reingeschaut. Weißt du, was er getan hat währenddessen? Er hat gesungen, ganz genau. Er hat gesungen. Und er hat sogar noch gesungen, als das Feuer um ihn herum angezündet worden ist. So lange gesungen, bis man seine Lippen noch sehen konnte, aber kein Ohr, also kein Laut mehr hören konnte. Das ist der Ort, an dem er verbrannt worden ist, wahrscheinlich Heute steht dort der sogenannte Hussenstein. Sehr bewegend, wenn man dort steht. 1415. Und man hat seine Asche genommen und wollte sie verbrennen, also wegtun und hat sie dann geworfen in den Rhein. Und der genauso wie schon bei, bei Wycliffe hinaus in den Ozean führt und dort die Wahrheit symbolisch verbreitet hat. Aber es gab noch jemanden, der nach Konstanz gereist war. Manchmal fokussiert sich die Geschichtsschreibung sehr auf Jan Hus, diesen Helden, der dorthin kam, für die Wahrheit einstand und dann verbrannt worden ist, heroisch. Was für ein großes Zeugnis des Glaubens. Aber es gab noch jemanden. Das war Hieronymus. Als Hieronymus gehört hatte, dass sein Freund und sein Kollege Jan Hus eingekerkert worden ist, da konnte er nicht in Prag bleiben. Und er hat sich sofort auf den Weg gemacht und ist nach Konstanz gereist. Als er in Konstanz war, ist ihm aufgefallen, dass das keine gute Idee war. Ich weiß nicht, ob wir schon mal sowas erlebt haben, dass wir ein bisschen zu vorschnell reagiert haben. Vor lauter Begeisterung jemand helfen wollten und plötzlich gemerkt haben: es bringt gar nichts. Denn Jan Hus saß im Kerker und als er die Stadt Konstanz betritt, merkt er, auch er ist ein gesuchter Mann. Das Problem ist nur, Jan Hus hatte einen Geleitbrief vom Kaiser und selbst der ist nicht wirklich beachtet worden. Er selbst ist ohne Geleitbrief dort, auf völlig auf eigene Gefahr. Übrigens auch eine interessante Lektion, dass wir uns manchmal in eigene Gefahr begeben, weil wir nicht wirklich nachdenken und weil wir noch so geistlich motiviert sein mögen, einen Freund zu helfen. Also tut er das, was er tun kann. Er flieht. Und vielleicht hat es jemand mal gelesen, dass er geflohen ist. Aber weiß jemand, wie weiter gekommen ist? Er war fast wieder in Böhmen. Er wurde erst in Hirschau gefasst. Er ist den ganzen Weg von Prag nach Konstanz gekommen, um ihm zu helfen. Hat festgestellt, man kann Hus nicht helfen. Ist wieder zurückgereist und wurde diesen ganzen Weg verfolgt. Er hätte es beinahe geschafft. Und wäre beinahe wieder in Sicherheit in Böhmen gewesen. Er wurde dort gefasst und den ganzen Weg wieder zurück nach Konstanz gebracht. Und er wird vors Konzil gebracht. Er möchte sich verteidigen. Er kann sich nicht verteidigen. Die einzigen Rufe, die er hört, sind in die Flammen mit ihm, in die Flammen mit ihm. Und jetzt weiß er, worauf er sich eingelassen hat. Er wird in ein Gefängnis gebracht und hat Zeit, darüber nachzudenken. Auch er wird schwer krank und nach etlicher Zeit wieder vor das Konzil gebracht. Und dort steht er. Und er wird gefragt, möchtest du die Lehren von Wycliffe und Jan Hus widerrufen? Was wünschen wir uns, was er sagt? Nein, ich stehe fest im Glauben. Nicht wahr? Wissen Sie, was er gesagt hat? Ich widerrufe. Das Konzil hat recht gehabt. Wycliffe war ein Heretiker. Und mein Lehrer, Jan Hus, war ein Heretiker. Ich widerrufe. Ich möchte ein treuer römischer Katholik sein, nichts zu tun haben mit dieser Heresie. Lieber Freund, liebe Freundin, hast du schon mal die Wahrheit verleugnet? Aus Angst vor den Konsequenzen. Warum macht man das? Warum sagt man etwas gegen das eigene Gewissen? Für Hieronymus. Ist es nicht, weil wir Angst vor den Konsequenzen haben? Ist es nicht, weil wir Angst um unser Leben haben oder was auch immer? Hieronymus dachte, dass er durch diese Klugheit vielleicht sein Leben retten kann, aber was er nicht bedacht hatte war, als er wieder im Gefängnis saß. War es immer noch dasselbe Gefängnis, aber diesmal war es ganz anders. Bevor er vor dem Konzil stand, saß er im Gefängnis, aber mit Frieden im Herzen. Jetzt saß er im gleichen Gefängnis, ihm ging es immer noch nicht besser, aber sein Gewissen nagte und nagte und nagte und nagte, er konnte keinen Frieden finden. Oftmals versuchen wir in unserem Leben, den notwendigen Entscheidungen aus dem Weg zu gehen, aus Angst. Aber meistens fühlen wir uns danach noch viel miserabler, nicht wahr? Fast ein ganzes Jahr bleibt er dort. Und während er darüber nachdenkt, was er getan hat, fasst er einen Entschluss. Und hier ist die gute Nachricht von Hieronymus. Gott kann Niederlagen in einen Sieg verwandeln. Und wenn wir noch so grandios gefallen sind, kann der Sieg noch umso größer sein. Mir persönlich gefällt die Geschichte von Hieronymus noch besser als die von Hus. Denn wenn ich mich mit beiden vergleichen sollte, kann ich mich noch eher in Hieronymus wiederfinden als Jan Hus. Es ist toll zu wissen, wenn jemand dorthin geht und von Anfang bis Ende treu zur Wahrheit steht. Und das ist das Ideal und das, glaube ich, sollten wir anstreben. Aber ich glaube, wir alle kennen eigentlich in unserem Leben eher den Hieronymus in uns, der einknickt, der versucht irgendwie den einfachen Weg zu gehen aber der an Gewissensbissen leidet. Haben Sie auch schon mal im Leben Gewissensbisse gehabt? Und vielleicht sich die Frage gestellt, kann ich das jemals wieder gut machen? Die Frage war auf Hieronymus, kann er das jemals wieder gut machen? Und die Antwort kam schnell, er wurde wieder vors Konzil gestellt. Und als man ihm dann wieder nicht erlauben wollte, zu antworten, äh, eine richtige Antwort zu geben, hat er folgendes gesagt, ganze 340 Tage. Habt nämlich in dem schwersten, schrecklichsten Gefängnis, das nichts als Unflat, Gestank, Kot und Fußwessel neben höchstem Mangel aller notwendigsten Dinge gehalten. Meinen Gefeinden wert ihr, gnädige Audienz, mich aber wollt ihr nicht eine Stunde anhören. Ihr werdet Lichter der Welt genannt. Und verständige Männer, so sehet zu, dass ihr nichts unbedachtsam wieder die Gerechtigkeit tut. Ich bin zwar nur ein armer Mensch, welches Haut es gilt. Ich sage euch dies nicht, der ich sterblich bin. Meinetwegen, das verdrießt mich, dass ihr als weise, verständige Männer wieder alle Billigkeit ein Urteil fällt. Und als er das gesagt hat, dass es selbst den... Den äh, etwas laxen Kardinälen etwas mulmig geworden und gesagt: Okay, nein, gebt ihm eine Stunde, nicht wahr? Soll er sich wenigstens verteidigen? Ist wirklich ein bisschen ungerecht, wenn jemand ein Jahr im Loch gelegen hat und nicht mal sich verteidigen darf. Wissen Sie, was Hieronymus, Hieronymus gemacht hat? Er hat sich niedergekniet. Er hat sich niedergekniet vor dem ganzen Konzil, hat gebetet, ist aufgestanden. Und hat eine Rede gehalten, wie sie das Konzil noch nicht gehört hat. Man hatte gedacht, naja, der hat 340, Jahre lang, äh, 340 Tage lang im Dunkeln gelebt, mit Ratten sich unterhalten, im eigenen Kot gelebt, der wird wahrscheinlich die meiste, das meiste schon vergessen haben von seinen Lehren. Ganz im Gegenteil. Was Jesus gesagt hatte, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet vielmehr denen, der der Seele und Leib verdämmen kann in der Hölle. Hieronymus hat in diesem Moment Kraft bekommen von dem, von dem hier die Rede ist. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Er predigt und stellt die Wahrheit so klar wie deutlich heraus und die Leute sind tief bewegt. Tief, tief bewegt. Man hatte gehofft, ihn zum endgültigen Widerruf zu bringen. Aber er verteidigt die Wahrheit stärker als je zuvor. Einige versuchen ihn hinterher im Gefängnis noch umzustimmen und sagen: Hey, pass auf, wir sind so begeistert von der Rede gewesen. Wir glauben ja, dass du die Wahrheit hast. Aber mach hier noch einen Kompromiss und dann schaffen wir es vielleicht politisch, das hinzubiegen und du kannst wieder nach Böhmen zurück und dann schaffen wir es später. Sei jetzt vernünftig, mach ein bisschen Kompromiss mit. Aber Hieronymus hatte gelernt, dass wenn er Kompromisse schließt, er sein eigenes Gewissen verliert. Und so bleibt er standhaft. Auch er wird zu Tode verurteilt. Eine Sache sagte, er, bevor der endgültige Todesurteil kommt. Er sagt: Über dem nagt und plagt mich keine Sünde, die ich von Jugend an getan habe, so hart als die an diesem pestilenzischen Ort begangene, da ich dem unbilligen Urteil, so wie Wycliffe und den heiligen Märtyrer Huss, meinen getreuen Lehrer, verhängt wurde, beistimmte und aus Zagheit und Todesfurcht sie verfluchte. Deshalb bin ich an derselben Stelle dagegen, durch Hilfe, Trost und Beistand Gottes und des Heiligen Geistes, frei, öffentlich, mit Herz und Mund und Stimme bekenne, dass ich meinen Feinden zu Gefallen sehr viel Übles getan habe. Ich bitte Gott, mir solches aus Gnaden zu verzeihen und aller meiner Missetaten, wo unter diese die größte ist, nicht zu gedenken. Er hat die Wahrheit verteidigt. Er hat seinen Erlöser Jesus Christus verteidigt. Seine Bibel. Und ihm war bewusst, dass er die Gnade Gottes bedarf. Wie steht es, lieber Freund, liebe Freundin, in deinem Leben? Kennst du den Hieronymus in dir? Siehst du die Notwendigkeit der Gnade? Und die Notwendigkeit, treu zu dem zu stehen, der dich erlöst hat? Er sagt, ihr habt Wycliffe und Huss verdammt, nicht etwa, weil sie an den Lehren der Kirche gerüttelt. Sondern weil sie die Schandtaten der Geistlichkeit, ihren Aufwand, Hochmut, ihre Laster gebrandmarkt hatten. Ihre Behauptungen sind unwiderlegbar. Auch ich halte daran fest, gleich wie sie. Und das war natürlich sein Todesurteil. Was ruft er aus? Meint ihr, ich fürchte mich zu sterben? Wie viel anders als ein Jahr zuvor, als er gesagt hat: Ja, 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 ja ich widerrufe. Das ist das Zeugnis umwandelnder Kraft Gottes. Hieronymus in seiner menschlichen Kraft konnte nur sagen: Ich habe es nicht so gemeint. Als er Christus ganz annahm und fest in sein Herz geschlossen hat, konnte er sagen: Meint ihr, ich fürchte mich zu sterben? Ihr habt mich ein ganzes Jahr in einem fürchterlichen Verlies gehalten, schrecklich als der Tod selbst. Ihr habt mich grausam behandelt, denn einen Türken, Juden oder Heiden, mein Fleisch ist mir buchstäblich auf meinem Knochen bei lebendigem Leibe verfault und Dennoch erhebe ich keine Anklage, denn Klagen ziemen sich nicht für einen Mann von Herz und Mut. Wow! Wer von uns hat das letzte Mal gesagt, oh, das Leben ist so anstrengend. Ich könnte mich beklagen. Ich habe so viel Stress. Es ist so furchtbar, wenn es nur so wäre. Wer von uns hat schon mal 340 Tage lang in einem Kerker gelebt, bis einem das Fleisch am Knochen verfault ist? Dieser Mann konnte sagen: Ich beklage mich nicht. Ich möchte nur, dass ihr die Wahrheit erkennt. Was muss das für eine umwandelnde Kraft sein, die im Wort Gottes ist? Was können wir lernen heute von diesen Männern, die vor fast 600 Jahren diese Worte gesagt haben? Er sagt, ich wundere mich nur über so unmenschliche, will nicht sagen unchristliche Grausamkeit. Er wurde auf den Scheiterhaufen gebracht. Aber es gibt ein besonderes Detail, eine Geschichte, die ich muss, das mich immer wieder fasziniert. Denn als der der ihn anzünden soll, von hinten kommt und ihn anzünden will, sieht jemand, was er tut, was seine Geste ist? Er sagt, komm hier nach vorne. Er hat auf den Scheiterhaufen gesagt, als hinter ihm das Feuer angezündet werden soll, kommt mutig nach vorne und zündet ihn vor meinen Augen an. Wenn ich mich gefürchtet hätte, wäre ich nicht hier. Derselbe Hieronymus, der aus Furcht den Glauben verleugnet hat, kann jetzt sagen, wenn ich mich gefürchtet hätte, wäre ich nicht hier. An seinem schwächsten Punkt war er am Ende der größte Sieger. Wissen Sie, dass aus unseren schwächsten Punkten unsere Stärksten werden können? Das kann das Evangelium. An diesem Punkt war er sogar heldenhafter als Ross selbst. Da ist Kraft im Evangelium. Selbst für den Hieronymus in mir. Herr, allmächtiger Vater, waren seine letzten Worte: Erbarme dich, mein, und vergib mir meine Sünden, denn du weißt, dass ich deine Wahrheit alle Zeit geliebt habe. Und zwar brennt auch er. Seine Asche wird ebenfalls in den Rhein geworfen. Aber die Wahrheit geht weiter. Die Hussiten, die sich nach Hus benennen, predigen weiter, in den Wäldern Böhmens und haben bald ganz Böhmen unter ihrer Kontrolle. Das ist eine Lektion von uns enthalten. Wahrheit ist nicht abhängig von Menschen. Rom hatte geglaubt, wenn man Hus und Hieronymus beseitigt, dann hört die Sache auf. Die Sache ging weiter. Und die Sache ging sogar ziemlich dramatisch weiter. Die Hussiten blasen zum Aufstand. Am 30. Juli werden einige. Äh, Prager Beamte aus dem Fenster geschmissen. Das war damals andere Zeit, nicht wahr? Und am 16. August stirbt dann ihr König Wenzel. Kaiser Sigismund, der eigentlich der Nachfolgekönig gewesen wäre nach dem Erbrecht, ist beim Volk als Mörder von Hus verschrien und traut sich nicht wirklich, die Krone anzunehmen. Und dann kommen schon Kaisertruppen, werden dann von den Hussiten besiegt, und jetzt geht es sehr schnell in eine. Eine, ein Ort wird gegründet mit Namen Tabor, von dem aus die Hussiten den Widerstand gegen das Kaiserreich organisieren. Der, der neu gewählte Papst ruft zum Kreuzzug aus, aber die Hussiten siegen. Immer in Unterzahl. Das ist ihr größter Führer gewesen, Jan Ziska, ein gewaltiger General, der kurz nach dem Ausbruch des Hussitenkrieges blind geworden ist und trotzdem keine einzige Schlacht in seinem Leben verloren hat gewaltiger Mann gewesen. Immer wieder rufen die Kaiser und die Päpste zu einem Kreuzzug nach dem anderen auf. 1421, der zweite Kreuzzug. Wiederum ein gewaltiges Kaiserheer äh, wird bei Saar zusammengezogen und bricht dann in wilder Panik aus, ohne dass nur ein Hussit zu sehen ist. Der dritte Kreuzzug endet im Januar 1422. Die Hussiten wenden moderne militärische Mittel an, die äh, äh, Wagentechnik zum Beispiel. Und dann Stirbt Siska 1424, Prokop wird sein Nachfolger, der ebenfalls in den weiteren Kreuzzügen gegen die Hussiten gewaltige Siege erringt. Hier am 4. August zum Beispiel. Und am 2. Dezember wird die Sache sogar vor den Frankfurter Reichstag gebracht und man äh, tut eine Steuer beschließen, weil das Geld alle gegangen ist. Denn jeder Kreuzzug gegen die Hussiten endet in einer Katastrophe. 1431, der fünfte Kreuzzug endet mit einer schweren Niederlage. Immer größere Heere werden zusammengezogen, um dieses kleine Königreich Böhmen irgendwie klein zu kriegen. Aber man kriegt es nicht klein. Gott scheint seine Hand über diesen Hussiten zu halten. Und so entscheidet man sich, die Taktik zu ändern. Kennen wir schon vom Samstagabend, nicht wahr? Wo bloße Gewalt nichts bringt, schafft es vielleicht die Diplomatie. Ein Konzil wird einberufen in Basel. Und die vier Prager Artikel der Hussiten: Freiheit für die Predigt, Freiheit für den Kelch. Damals gab es, wie heute ja in der katholischen Kirche, nur die Hostie. Hussiten wollten auch den Wein haben, den Kelch. Die Freiheit von säkularer Kirchenherrschaft und die Freiheit von ungerechter weltlicher Herrschaft. Das waren ihre vier Punkte, für die sie jahrelang gekämpft haben, als Nachfolger von Huss und seinen Lehren. Und das Konzil sagt: Ja, ihr dürft diese vier Punkte bekommen. Fußnote, das Recht ihrer Auslegung, also die Bestimmung ihrer genauen Bedeutung, sollte dem Konzil, mit anderen Worten dem Papst und dem Kaiser, zustehen. Ihr habt eure vier Punkte. Nur was genau sie bedeuten, das entscheiden wir. Die Hälfte der Hussiten geht darauf ein, die andere Hälfte nicht. Der Magna Conflictio ist jetzt wieder innen drin. Es ist immer dasselbe Spiel. Der Kompromiss führt dazu, dass sich die beiden hussitischen Gruppen gegeneinander wenden und sich gegenseitig bekämpfen. Und in der Schlacht von Lipan werden diejenigen, die nicht den Kompromiss anerkennen, geschlagen. Jetzt kämpft Böhme gegen Böhme. Blutvergießen folgt. Und 1436 ist geschafft. Der Hussitenaufstand ist niedergerungen. Und Sigismund kann König werden von Böhmen. Er hat alles investiert. 20 Jahre seines Lebens hat er seine gesamten Ressourcen, seine gesamten Armeen investiert, um diese Wahrheit zu bekämpfen. 1436 scheint er es geschafft zu haben. Ein Jahr später stirbt er. Nichts gewonnen. Aber die Wahrheit geht weiter. 1467 werden die böhmischen Brüder gegründet. Das sind Nachfolger der Hussiten, die in den Wäldern Böhmens die Wahrheit der Bibel und des Evangeliums weiterpredigen. Es sind diejenigen, die die Vorläufer der heutigen Brüdergemeinde sind. Und sie haben Kontakt zu den Waldensern und über Jahrzehnte hinweg ist dieser Austausch zwischen Waldensern und zwischen den Brüdern in Böhmen die Gemeinde Gottes. Es heißt in die letzten Jahre des 15. Jahrhunderts. Bezeugen den langsamen, aber sicheren Zuwachs der Brüdergemeinden. Obgleich sie durchaus nicht unbelästigt blieben, erfreuten sie sich verhältnismäßiger Ruhe. Am Anfang des 16. Jahrhunderts zählten sie in Böhmen und Mähren über 200 Gemeinden. So groß war die Zahl der übriggebliebenen, die der verheerenden Wut des Feuers und des Schwertes entgangen waren und die Dämmerung jenes Tages sehen durften, den Hus vorhergesagt hatte. Wissen Sie, was Hus gesagt hatte? Hus hat gesagt, es dauert noch ungefähr 100 Jahre. Dann wird sich die ganze Sache ändern. Und es dauerte. Genau 100 Jahre. Dann hat sich die Sache geändert. Was war passiert? Jener Tag, von dem Hus gesprochen hatte, der kam in der Form dieses Mannes. Martin Luther. Martin Luther war der gewaltigste Reformer aller Zeiten. Ein Mann, der wie kein anderer Gott gefürchtet hat und Gottesfurcht gelebt hat. Martin Luther wurde am 10. November 1483 in Eisleben geboren. Am 11. November wurde er auf den Namen Martin getauft. Das sind seine Eltern. Weiß jemand, wie seine Eltern mit Vornamen hießen? Martin war er selbst. <laughs> es waren. Hans, genau. Hans und Margarete. Es waren strenge Eltern und Luther sagt an manchen Stellen, dass er manchmal etwas zu streng behandelt worden ist. Ist jemand von uns auch zu streng behandelt worden? Nicht melden. Aber er sagt an anderer Stelle auch, dass es ihm ganz, am Ende doch ganz gut getan hat. Hier hat er die größte Zeit seiner Kindheit verbracht in Mansfeld und er ist dann von Mansfeld nach Magdeburg gegangen zur Schule und dann nach Eisenach dort aufs Gymnasium und er begann dann im Jahre 501 das Studium in Erfurt im Jahr 1505 wird er zum Magister artium, das sind die sieben freien Künste, von denen, wir, von denen wir schon gesprochen haben. Im Sommer beginnt er dann das Jurastudium. Weiß jemand warum? Weil sein Vater wollte, dass er ein guter Jurist wird. Aber während seines Studiums hatte er schon in der Bibliothek dort in Erfurt eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Er war ja ein guter Christ, er war ein guter Katholik, aber er hatte dort etwas entdeckt. Was er vorher noch nie gesehen hatte, von dem er nicht einmal wusste, dass so etwas existiert. Dort entdeckte er die Biblia Sacra, eine lateinische Bibel. Ja, er kannte schon die Geschichten aus den Evangelien, er kannte auch einige Psalmen, aber er wusste gar nicht, dass es eine Bibel gibt. Das wusste er nicht mal. Und jetzt entdeckte er sie und liest in ihr. Das war wahrscheinlich noch vor seinem Jurastudium. Er war übrigens jemand, der sehr sehr fleißig war, sehr gute Leistungen an der Universität erbrachte und diesen Erfolg auf sein religiöses Leben zurückgeführt hat. Er sagt, fleißig gebetet, ist über die Hälfte studiert. Hat jemand von uns sehr viel Stress in seinem persönlichen Leben? So auf Arbeit und im Studium oder wo auch immer? Oh, die alle. So wenig haben sich gemeldet, dass ich glaube, wir sind eine äußerst unrepräsentative äh, Zusammenkunft hier. Die meisten Menschen, mit denen ich sonst rede, haben immer nur Stress. Keine Zeit für nichts. Aber dieser Brillante Student Martin Luther sagt uns, fleißig gebetet ist über die Hälfte studiert. Könnte es sein, dass fleißig gebetet auch über die Hälfte gearbeitet ist? Ich weiß nicht, ob Sie in Ihrem Leben, auch die Sie live zuschauen, ab und zu mal beten. Ich kann Ihnen diese Empfehlung machen. Selbst wenn Sie vielleicht nicht viel verstehen von der Wahrheit. Luther kannte nicht einmal die Bibel. Wusste nicht mal, dass es eine gibt, aber hat schon gebetet. Und es ist ihm geholfen. Vielleicht kennen Sie wenig von der Bibel bis gar nichts. Aber beten kann auch ihnen helfen. Zum Entsetzen seines Vaters tritt er schon kurze Zeit nach Beginn seines Jurastudiums in ein Kloster ein. Sein Vater hasste die Mönche, nicht zu Unrecht, weil die als Bettelmönche ja nur das Geld ausgesaugt haben aus der Gesellschaft. Wahrscheinlich kennen Sie die Legende mit diesem Gewitter, nicht wahr, und der, dem, dem Baum dort, nicht wahr? Ob das stimmt oder nicht, weiß keiner so genau. Es scheint auch sehr unwahrscheinlich, dass aufgrund dieses, einen äh, dieses Gewitters plötzlich Lothar einfach religiös geworden ist. Vielmehr scheint es so zu sein, dass durch das Lesen der Bibel er das Gefühl hatte, etwas in seinem Leben ändern zu müssen. Und er das Einzige getan hat, was man damals hätte tun können: in ein Kloster gehen. Und er geht in dieses Kloster, wird Mönch. Damals Augustinerkloster in Erfurt. Und auch dort, in diesem Kloster, zeichnet er sich aus als jemand, der wirklich ja, brillant ist und fleißig ist. Er wird schon am 27. Februar 1507 zum Diakon geweiht und am 4. April 1507 zum Priester geweiht. Aber all diese Erfolge, seien es in der Universität, seien es im Kloster, wo er schnell äh, kometenhaft aufsteigt, können ein Problem in seinem Herzen nicht lösen. Wohin? Mit meiner Schuld. Er hatte dort in der Universität beim Lesen der Bibel festgestellt, dass irgendetwas in einem Leben nicht funktioniert. Deswegen war er ja Mönch geworden und er dachte, wenn ich jetzt nur fleißig alle Regeln des Mönchslebens absolviere, dann werde ich Frieden in meinem Herzen bekommen. Er sagt später, wahr ist, sein frommer Mönch bin ich gewesen und habe so gestrenge meinen Orden gehalten, dass ich sagen darf, ist je ein Mönch gen Himmel gekommen durch Möncherei? So wollte ich auch hineingekommen, denn ich hätte mich, wo es länger gewährt hätte, zu Tode gemartert mit Wachen, Beten, Lesen und anderer Arbeit. Gibt es da jemanden, der schon mal so richtig heilig werden wollte? Und alles dafür getan hat? Martin Luther war wirklich daran interessiert, in den Himmel zu kommen. Er wollte wirklich Frieden in seinem Herzen haben. Es gibt ja viele Menschen, die wollen das gar nicht, die interessiert das gar nicht, interessiert nur, wie das letzte Fußballspiel gewesen ist. Oder was die neuesten Mode ist. Ich weiß nicht, wie, ihr so, wie, wie Sie so denken, wie Ihr Gefühl diesbezüglich ist. Wollen Sie wirklich echten Herzensfrieden haben? Wirklich ernsthaft wissen, dass alles in Ordnung ist zwischen Ihnen und Gott? Martin Luther war jemand, der wollte das. Er wollte wissen, dass er ein reines Gewissen hat. Und er hat alles versucht. Er hat gesagt, er hat gefragt, was kann ich tun? Man hat ihm gesagt, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das. Und er hat es alles erfüllt, übererfüllt, 120 Prozent mindestens. Damit es auch, ja, klappt. Was hat geklappt? Gar nichts. In seiner Zelle ist er manchmal der Verzweiflung nahe und fragt sich, Gott, wenn es dich gibt, wo bist du? Schon mal diese Frage gestellt? Gott, wenn es dich gibt, wo bist du? Es war sein Beichtvater Johann von Staupitz, der ihn auf etwas aufmerksam gemacht hat, was sein Leben lang nicht vergessen würde. Staupitz sagte zu ihm, statt dich wegen deiner Sünden zu kasteien, wirf dich in die Arme des Erlösers. Vertraue auf ihn, auf die Gerechtigkeit seines Lebens, auf die Versöhnung in seinem Tode. Horch auf den Sohn Gottes, er ist Mensch geworden, die dir Gewissheit seiner göttlichen Gunst zu geben. Liebe ihn, der dich zuerst geliebt hat. Wenn man heute über Lothar etwas hört, dann konzentriert man sich meistens auf diese spannenden Legenden, nicht wahr? Der Sturm dort, sein, sein Gelübde, dann später der Mönch, der, der, der Tintenfleck, nicht wahr? Wo der Teufel durchgekommen sein soll. Aber das Leben Lothar hat ganz andere Schwerpunkte gehabt. Und es war kein Wunder, keine dramatische Sache, wie er zu Christus gefunden hat. Es war durch einen anderen. Ja, stimmt, er hat im Turm dort auch über Römer 1, Vers 17 nachgedacht und hat entdeckt Gerechtigkeit durch Glauben. Aber das war keine Entdeckung aus sich selbst heraus. Er kam zum Glauben durch jemand anderes. Genauso wie Jan Hus zum Glauben kam durch die Schriften von jemand anderes, kam Luther zum Glauben durch jemand anderes. Ja stimmt, es gibt Leute, die entdecken die Wahrheit ganz alleine, so wie Wycliffe. Aber viel mehr entdecken die Wahrheit durch jemand anderes. Könnte es sein, dass Gott auch heute zu dir, lieber Freund, liebe Freunde, lieber Zuschauer, spricht? Durch jemand anderes. Nicht durch ein Buch, das von Wycliffe kommt, aber vielleicht durch den Internet-Livestream. Luther denkt über die Worte nach und er studiert die Bibel diesbezüglich und er entdeckt tatsächlich, dass wenn er einfach den Worten dieses Buches glaubt, wenn er Christus als seinen persönlichen Heiland annimmt, dass er Frieden bekommt. Etwas, das durch alles Lesen, Wachen, Beten, sich selbst schinden, nicht möglich gewesen ist. Lieber Freund, liebe Freundin, hast du dein Leben Jesus übergeben? Hast du diese Erfahrung gemacht, dass jemand dir alle Schuld wegnimmt und du frei wirst? Das war das große Thema von Luther. Er spricht später mal von der Freiheit eines Christenmenschen. Wenn die Sorge, die auf uns drückt, weggenommen wird. Wenn die Schuld, die uns fast niederkrachen lässt, gelüftet wird. Wenn der Weg, der plötzlich, der, der vorher nur ver, ja, ver, versperrt, weil man keinen Auswegs warnt, wenn dieser Weg plötzlich frei wird. Lothar hat das erlebt. Dort im Kloster. Er begann dann im Herbst 1508 auf Anraten von Staupitz ein Theologiestudium in Wittenberg wurde schon im März, nach einem halben Jahr, Baccalarius Biblicus und konnte jetzt Vorlesungen halten über die Bibel. Und dann ein Jahr später oder zwei Jahre später, die Forschung ist sich uneins, reist er nach Rom. Noch war er ein absoluter Rom-Anhänger, ein, ein Katholik, wie er im Buche steht, und hat diesen weiten Weg auf sich genommen. Das war damals eine Weltreise, auch heute wäre es noch ziemlich lange zu Fuß hier. Und er macht eine Entdeckung. Dort bei sich, in Deutschland, sind die Kloster sehr... Streng, nicht wahr? Und man muss sich kasteilen, und das ist, nicht wahr? Je weiter er nach Süden kommt, desto laxer ist die Moral, und desto mehr Unmoral entdeckt er. Und er fragt sich vor allem in Italien: Was ist da los mit den Mönchen? Aber er denkt sich, naja, das wird alles ein Ende haben, wenn ich in Rom selbst bin, der ewigen Stadt. Und als er Rom sieht, von Ferne, vom Hügel, da wirft er sich auf die Erde und sagt: Gegrüßt seist du mir, Heiliges Rom. Jetzt endlich wird er. Ablass bekommen und Sünden äh, von seinen Sünden und wird, naja, diese religiöse Erfahrung machen, in Rom zu sein. Aber je mehr er da ist, desto mehr ist er schockiert. Er sagt später: Niemand glaube, was zu Rom für Büberei und greulich Sünde und Schande gehen. Er hat so eine tolle Sprache, nicht wahr? Er sehe oder höre und erfahre es denn. Daher sagt man: Ist irgendeine Hölle, so muss Rom darauf gebaut sein, denn da gehen alle Sünden im Schwang. Puh. Aber noch, noch war er nicht wirklich getrennt von diesem römischen Denken. Noch hat er immer geglaubt, dass ja, Jesus vergibt mir, aber es ist doch wert darin, diese ganzen Dinge zu tun. Und so versucht er, diese Treppe hier kniend hochzugehen. Weiß jemand, was es ist? Das ist die angebliche Treppe von Pontius Pilatus, auf der Jesus Christus entlang gegangen ist, die sogenannte Santa Scala, die heilige Treppe. Sie soll durch ein Wunder von Jerusalem nach Rom gekommen sein, durch eine Frau, und wenn man auf ihr hochkniet, wird einem ein genereller Ablass aller Sünden gewährt. Und was macht Luther? Er geht zu dieser Treppe und kniet sich nieder. Und betet. All die Gebete, die er gehört hat, nicht wahr? Und das ist gar nicht so anstrengend, was wir versucht haben, auf Knien eine Treppe hochzugehen. Das wird mir jetzt schon gelingen, hier die drei Stufen. Aber während er so dabei seine Gebete spricht, dann ist es ihm, als würde hinter ihm eine, eine Stimme erschallen, die folgendes sagt. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ein Text, der er schon lange studiert hat. Und als dieser Text ihm in den Sinn kommt, springt er auf, rennt weg und schämt sich, dass er überhaupt dort auf der Treppe gewesen ist. Das Bibelstudium, das er vorbetrieben hat, kommt im entscheidenden Moment wieder zu ihm zurück. Und hier ist eine interessante Lehre für uns. Wenn wir in der Bibel lesen, mögen wir vielleicht nicht immer alles gleich sofort verstehen, aber im entscheidenden Moment kann Gott bestimmte Bibeltexte in unser Gedächtnis bringen und uns davor bewahren, dass wir große Dummheiten tun. Und so hat er auch das Gefühl gehabt, dass er hier von einer Dummheit bewahrt worden ist, das weiterzutun. Als er zurückkommt aus Rom, wird er im Oktober zum Doktor der Theologie und er hat jetzt alle Zeit, sich in die Bibel hineinzuvertiefen. Er studiert das Hebräische, er studiert das Griechische und er predigt über die Bibel. Er predigt auch gegen die Theologie seiner Zeit. Er predigt gegen die Philosophien und das bringt natürlich Ärger. Aber was es vor allem gebracht hat, war Licht zu Tausenden. Zunächst einmal dort in Wittenberg. Er war sehr berühmt, sehr angesehen. Und hat viele, viele Menschen zu einer rettenden Beziehung mit Jesus Christus geführt. Aber Jesus hatte schon gesagt, wir haben es schon angesprochen, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und Martin Luther hatte nicht eher die Wahrheit erkannt und fing nicht eher an, sie deutlich zu predigen. Erlösung aus Glauben allein. Dass der Magna-Konflikt zu der gewaltige Konflikt über ihn hereinbrach. Und das kam so. Das Ganze basierte auf einem Grundfundament der katholischen Kirche. Nämlich Petrus selbst. Hier angeblich ist irgendwo Petrus begraben, nicht wahr? Und über diesem Begräbnisplatz sollte eine neue Kirche errichtet werden, die Peter Basilika. Das sind nur die Pläne aus der damaligen Zeit. Das hat übrigens eine enorm lange Zeit gedauert, bis die irgendwann mal verendet war. Leo X. hat versucht, dieses Projekt voranzubringen, aber es fehlte an etwas ganz Entscheidendem. Weiß jemand, woran es gefehlt hat? An Geld. Ohne Geld kann man so einen Potzbau nicht vollenden. Und so musste Geld her. Und woher nehmen, wenn nicht stehlen? Ein Plan wurde erfunden, vor allem im Auftrag von Erzbischof Albrecht von Mainz und Magdeburg war dieser Mann hier unterwegs. Sein Name war Tetzel. Und Tetzel war ein gemeiner Krimineller, der Mönch geworden war und sich deswegen der Strafe entzogen hat und jetzt als Wanderprediger den sogenannten Ablass gepredigt hat. Und damit war er sehr erfolgreich, hat den Menschen deutlich gemacht. Also bevor wir das erzählen, vielleicht ganz kurz, was sagt die Bibel zum Ablass? Es gab jemanden schon im Neuen Testament, der wollte Gottes Gabe für Geld kaufen können. Weiß jemand, wer das war? Es war ein Simon, nicht Simon Petrus, sondern Simon Magus. Man nennt das Ganze auch Simonie, wenn man Gottes Gabe mit Geld kaufen möchte. Petrus hatte gesagt: Dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Aber diejenigen, die angeblich die Nachfolger von Petrus sind, haben genau diese Methode verwendet, um eine Basilika über Petrus Grab zu errichten, den vermeintlichen. Und so ist dieses ganze Geschäft aufgerichtet worden. Naja, für manche ist es ja auch einfacher, Geld zu bezahlen, oder? Als die Bibel lesen, seine eigenen Sünden zu erkennen, zu bereuen und dann vielleicht auch noch zu lassen. Da ist ein Zehner schneller aus der Tasche geholt. Und so hatte diese Methode enormen Erfolg. Enormen Erfolg. Vielleicht kennt jemand diesen Spruch, wenn der Wie es das? Wenn der wenn das Geldstück im Kasten klingt, die Seele in den aus dem Fegefeuer springt oder in den Himmel springt, es verschiedene Varianten, nicht wahr? Er war sehr findig dieser Tetzel mit Predigtsprüchen. Luther war das Ganze ein Dorn im Auge, denn mittlerweile war ihm so klar geworden, ein neues Herz Frieden im Herzen bekommt man nicht durch Geld und gute Werke, man bekommt es durch Glauben an Jesus und ein Studium der Bibel. Und so predigt er bereits 1516 gegen den Ablasshandel. Und am 4. September 1517 formuliert er wie viele Thesen? Schon gewusst? Es waren ursprünglich 97 Thesen für eine Disputation. Er möchte das Ganze mit anderen Gelehrten an der Universität besprechen und diskutieren. Aber dann kommt ihm eine Idee. 4. September, gar nicht mehr lange hin, bis zu Allerheiligen. Haben wir auch bald, nicht wahr? Wann haben wir Allerheiligen? Am Freitag, nicht wahr? Also stellen wir uns vor, ähm, wir wären jetzt im Jahre 400, 1517. Am Freitag ist Allerheiligen. Zu Allerheiligen kommen gewaltig viele Pilger nach Wittenberg. Denn Wittenberg hat eine berühmte Sammlung von Reliquien. Und wenn man die Reliquien angeschaut hat und nicht wahr, das alles angeguckt hat, dann hat man einen Sündenablass bekommen. Also hat er sich überlegt, wäre es nicht geschickt, einen Tag vorher meine Thesen dort publik zu machen. Das macht er. Er kommt zu der berühmten Schlosskirche Wittenberg dort an der Tür und schlägt am 31. Oktober 1517 seine 95 neuen Thesen an. Da haben wir ihn. Und das waren sehr, sehr interessante Thesen, die sich alle mehr oder weniger gegen den Ablasshandel Eingesetzt haben und für ein wahres Evangelium. Hier haben wir ein paar Beispiele. Wenn jemand Latein kann, kann er es uns übersetzen. Aber vielleicht verschieben wir es aufeinander mal. Zeit rennt uns da weg. Das war die Disputatio de Virtute Indulgen, also der Ablässe, nicht wahr? Disputation darüber. Luther wollte eine Disputation in Wittenberg. Einige Tage später waren seine 95 Thesen in ganz Deutschland. Einige Wochen später waren seine 95 Thesen in ganz Europa. Schon vom Beginn einer Reformation glitt ihm das Ganze förmlich aus den Händen. Es war so, als ob jemand seine guten Ideen nehmen würde und weit über das hinaus verbreiten würde, als er ursprünglich jemals geplant hatte. Das lag nicht zuletzt an einem modernen Medienmittel der damaligen Zeit, dem Buchdruck das war sozusagen wie das iPhone heute oder das Internet, das hat es möglich gemacht, innerhalb kürzester Zeit unvorstellbar schnell Informationen von A nach B zu bringen. Und Deutschland steht Kopf innerhalb weniger Wochen. Da wagt es doch ein Mönch, gegen den Ablasshandel der großen Kirche zu stehen. Manchmal ist es so, dass wenn wir einfach uns für die Wahrheit entscheiden und einfach mal für die Wahrheit Ausdruck, äh, der Wahrheit Ausdruck verleihen wollen, dass wir plötzlich ins Schlaglicht geraten. Wir haben es gar nicht gewollt. Und da fand sich Martin Luther jetzt wieder. Ihm wird natürlich vorgeworfen, er würde sich nur selbst ähm, ins Rampenlicht stellen wollen, er würde sich selbst erhöhen wollen, er sei selbstsüchtig, suche Anhänger. Und dann sagt er folgendes, wer kann eine neue Idee vorbringen, ohne einen Anschein von Hochmut, ohne Beschuldigung der Streitlust? Weshalb sind Christus und alle Märtyrer getötet worden? Weil sie stolze Verächter der Wahrheit ihrer Zeit schienen und neue Ansichten aussprachen. Manchmal ist es auch so in unserem Leben, wir entdecken eine neue Wahrheit und plötzlich sagen alle um uns herum, hey, werd nicht so extrem. Du willst nur auf dich aufmerksam machen. Du willst nur was Besonderes sein, nicht wahr? Wir sind doch auch alle so groß geworden. Wir haben alle in dieser Kirche gelebt. Warum willst du etwas anderes machen? Luther sagt, schon Christus war ein Verächter der Wahrheit seiner Zeit. Es das heißt, ohne die Organe der alten Meinung demütiglich um Rat zu fragen. Ich will nicht, dass Menschen nach Menschenrat, sondern nach Gottesrat geschehe, was ich tue. Ist das Werk von Gott? Wer möchte es hindern? Ist nicht aus Gott? Wer möchte es fördern? Es geschehe nicht mein noch ihr noch euer, sondern dein Wille, Heiliger Vater im Himmel. Von Anfang an hat Luther eine Eigenschaft gehabt: Er hat sich nicht von Menschen abhängig gemacht. Das musste sich zwar noch entwickeln, aber es war von Anfang an abgelehnt. Aber ihn, er, Auch Luther sind Zweifel überkommen. Er war nicht immer der polternde. Starke Glaubenszelt, nicht ja? Es gab Zeiten, wo er sowas gesagt hat. Wer war ich, elender, verachteter Bruder, dazu mal, der sich sollte wie des Papstes Majestät setzen, vor welcher die Könige auf Erden und der ganze Erdboden sich entsetzten und allein nach seinen Winken sich mussten richten, was mein Herz in jenen zwei Jahren ausgestanden und erlitten habe und in welcherlei Demut, der Verzweiflung ich da schwebte, ach, da wissen die sicheren Geister wenig von, die Herrnacht des Papstes Majestät mit großem Stolz und Vermessenheit angriffen. Was er da sagt, ist ganz einfach. Später, als die Reformation etabliert war, da gab es viele, die gesagt haben: ja, ja, der Papst ist der Antichrist und Reformation und Gerechtigkeit aus Glauben. Wunderbar. Das ist relativ einfach, wenn man schon einen betretenen Pfad geht, nicht wahr? Aber wenn der erste ist, wenn da keiner ist, der ihm hilft. Er hat sich schon gefragt, ist es wirklich, ist es wirklich wert, dafür so einzustehen? Wer bin ich? Er sagt, es ist vor allem gewiss, dass man die Heilige Schrift weder durch Studium noch mit dem Verstand erfassen kann. Deshalb ist es zuerst Pflicht, dass du mit dem Gebet beginnst und den Herrn bittest, er möge dir zu seiner Ehre, nicht zu deiner, in seiner großen Barmherzigkeit das wahre Verständnis seiner Worte schenken. Martin Luther hatte erkannt, dass es nicht darauf ankommt, einfach nur intellektuell zu sein einfach nur die Bibel von vorne nach hinten durchzulesen, sondern zu beten. Also verstanden darauf anzukommen, dass wir von Gott abhängig sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Freund, liebe Freundin. Bist du in deinem Leben von Gott abhängig? Oder bist du davon abhängig von dem, was du weißt, was du gelernt hast, was du erkannt hast, was du studiert hast? Bist du von Gott abhängig? Rom säumte vor Wut über diesen Mönch, der es gewagt hat, öffentlich in dem größten Land der damaligen Zeit, Deutschland, die Macht des Papstes anzugreifen. Aber Luther sagt weiter: Das Wort Gottes wird uns von seinem Urheber ausgelegt, wie er sagt, dass sie alle von Gott gelehrt sind. Lieber Freund, liebe Freundin. Vielleicht hast du den Eindruck, dass du aus der Bibel nichts erkennen kannst. Vielleicht hast du den Eindruck, du brauchst Leute, die es dir erklären. Aber Luther verstand, wenn wir wirklich nach dem Willen Gottes suchen, wenn wir die Wahrheit suchen, wenn wir Frieden im Herzen haben wollen, dann kann Gott uns selbst lehren. Nicht wahr? Der Urheber der Bibel wird es auslegen. Hoffe deshalb nichts von deinem Studium und Verstand. Vertraue allein auf den Einfluss des Geistes. Glaube meiner Erfahrung. Vielleicht gibt es heute jemanden hier oder jemand der zuschaut, der auch in seinem Herzen dieses Gefühl hat, so wie Hieronymus oder wie Luther am Anfang seines Lebens, ich brauche Frieden im Herzen, wo kann ich ihn bekommen? Ja, es können andere sein wie Staupitz oder Wycliffe, die uns auf die Wahrheit hinweisen können, aber es muss dann unser eigenes Verlangen sein, in der Bibel diese Gewissheit zu bekommen. Das hat Luther erlebt. Er hat die Bibel studiert und die Bibel zu seiner Grundlage all seiner Predigten gemacht. Solar! Skriptura. Das war sein Maßstab. Allein die Bibel. Und das hat die Romanisten fast zur Weißblut gebracht. Im Juni 1518 wird er nach Rom vorgeladen. Und das gleiche Spiel gehen wir von vorne los, nicht wahr? Wycliffe wurde nach Rom vorgeladen, Huss wurde nach Rom vorgeladen und Lothar wird nach Rom vorgeladen. Interessanterweise ist keiner von den drei nach Rom gegangen, <laughs> weil Gott dann doch immer noch ein Wörtchen mitzureden hatte. In dem Fall hatte Gott einen, ein interessantes Instrument, in Friedrich dem Weisen. Das war der Kurfürst von Sachsen. Und der hat dem Leo so auf Deutsch sagen lassen: Du mach mal halblang. Ähm, ist sehr schön und gut, dass du der Meinung bist, dass Luther ein Ketzer ist. Bei uns hat das noch keiner so richtig erkannt. Ähm, vielleicht können wir ihn in Deutschland verhören lassen. Ich war nicht in Rom. Weil <laughs> Friedrich wusste auch, wenn niemand nach Rom kommt, dann kommt der da nicht mehr raus. Nicht wahr? In Deutschland wäre die Chance einer Unparteilichkeit vielleicht noch höher. Und so musste Leo der Zehnte, darauf eingehen und hat dann auch zugestimmt, dass im Zuge des Reichstages in Augsburg, 1518, das geschehen soll. In jener Zeit ist etwas passiert im Leben von Luther, was von großer Wichtigkeit war, denn am 25. August kam ein junger Gelehrter nach Wittenberg, und zwar ein griechischer Professor mit Namen Philipp Melanchthon. Und hier haben wir wieder das gleiche Bild wie vorher, Hus und Hieronymus, Luther und Melanchthon. Da war Melanchthon. Wo Luther der polternde, starke, mutige Verteidiger der Wahrheit war. Da war Melanchthon der sehr bedachte, jugendliche, gelehrte, griechisch Professor, nicht wahr? 14 Jahre jünger als, als, als Luther. Hatte einen kleinen Sprachfehler, aber sehr gründlich, sehr bedacht, liebevoll, demütig. Und wo der eine zu schnell war, war der andere zu langsam, aber gemeinsam waren sie perfekt. So ein bisschen wie Petrus und Johannes. Und es zeigt, wie Gott oftmals Menschen zusammenbringt, dass Gott kein Interesse daran hat, dass wir einfach die Wahrheit für uns selbst entdecken, sondern dass wir Gemeinschaft haben und auch gemeinschaftlich für die Wahrheit einstehen. Melanchthon kommt, wie gesagt, nach Wittenberg und wird bald einer der besten Mitarbeiter von Luther. Der Mann daneben, das war Kardinal Cajetan. Der päpstliche Legat, der in Augsburg ihn verhören sollte. Und das geschieht am 12. bis 14. Oktober. Cajetan verhört ihn, aber Luther weigert sich zu widerrufen. Eigentlich soll er nur widerrufen, aber Luther fängt an zu disputieren und zu erklären, was er meint. Und das endet dann einer riesigen Auseinandersetzung hin und vor und zurück und so weiter. Der Reichstag ist völlig aufgelöst. Und Cajetan schäumt vor Wut. Wie kann es der wagen, ähm, überhaupt mit mir zu disputieren? Da haben wir ein zeitgenössisches Bild davon. Und dann weiß Luther, äh, er muss schnell weg, ansonsten hat sein Stündlein geschlagen. Er flieht am 21. Oktober vor Tagesanbruch im Dunkeln. Dunkle Straßen. Und als er dann erstmal aus der Stadt ist, weiß er, dass er sicher ist. Rom verlangt jetzt von Friedrich dem Weißen, dass ähm, Martin, Ausge, Martin Luther ausgewiesen wird. Aber der Kurvus schreibt einfach zurück, weil der Doktor Martinus vor euch zu Augsburg erschienen ist, so könnt ihr zufrieden sein. Wir haben nicht erwartet, dass ihr ihn, ohne ihn widerlegt zu haben, zum Widerruf zwingen wollt. Kein Gelehrter in unseren Fürstenhäusern hat behauptet, dass die Lehre Martins gottlos, unchristlich und ketzerisch sei. Interessant war, dass die berühmte Reliquiensammlung von Wittenberg fast keine Besucher mehr hatte, aber dass jetzt Studenten ohne Ende nach Wittenberg kamen. Wittenberg wurde innerhalb weniger Jahre zur führenden Universität von ganz Deutschland. Und Friedrich den Weisen, den Kurfürsten, hat es gefreut. Und dann ist wieder was Interessantes passiert, was den Gang der Sache aufgehalten hat. Am 12. Januar stirbt Kaiser Maximilian I. Und jetzt suchen all die verschiedenen ähm, Politiker ihrer Zeit nach einem neuen Kaiser. Sie haben keine Zeit, sich mit Luther zu beschäftigen. Und wieder gibt es so ein Zeitfenster, wo Luther Zeit hat, seine Gedanken zu entwickeln, Bücher zu schreiben, weil die ganze Welt damit beschäftigt ist, einen Kaiser zu suchen, hat Luther Ruhe in Wittenberg. Und während er so sich gründlich vorbereitet auf Disputation, auf Diskussion, geht er durch die päpstlichen Schriften durch. Und was er da entdeckt, schockt ihn. Bis zu diesem Zeitpunkt, trotz all seiner Erkenntnisgerechtigkeit aus Glauben, war er immer noch ein teuer Anhänger des Papstums gewesen. Er hatte geglaubt, man müsse den Papst informieren über das, was alles schiefläuft. Er hat sogar seine Schriften dem Papst gewidmet, zum Teil. Aber als er dort die Papstschriften durchgeht, sagte er: Ich gehe die Dekrete der Päpste für meine Disputation durch und bin, ich sage dir es eben ins Ohr, ungewiss, ob der Papst der Antichrist selbst ist oder ein Apostel des Antichrist. elendlich wird Christus, das heißt die Wahrheit von ihm in den Dekreten gekreuzigt. Puh. Was man feststellen muss, ist, dass der Luther im Laufe seiner Zeit, je mehr er sich damit beschäftigt hat, von einem Schock in den nächsten gefallen ist. Je mehr er nach der Wahrheit gesucht hat, desto mehr Wahrheit hat er gefunden. Und das hat ihn manchmal ganz schön zu schaffen gemacht. Und es ist auch in unserem Leben, dass wenn wir nach der Wahrheit suchen, werden wir Wahrheit finden. Und das wird uns manchmal zu schaffen machen. Die Frage ist nicht, wenn wir Wahrheit finden, die Frage ist, werden wir für die Wahrheit vorbereitet sein? wenn Gott uns dann die Wahrheit zeigt. Ein anderer Punkt war, dass in einer Disputation man gesagt hat, Luther, du bist in Wirklichkeit nur ein Hussit. Und Hussit, das, war ja, das waren die Ketzer, die vor 100 Jahren verbrannt worden sind. Ja? Also sagt sich Luther, hey, Moment mal, Huss, was hat denn der geschrieben? Nimmt sich die Schriften von Huss, liest, was Huss geschrieben hat und ruft dann aus, ich habe bisher unbewusst alle seine Lehren vorgetragen und behauptet, wir sind Hussiten, ohne es zu wissen. Schließlich sind auch Paulus und Augustin bis aufs Wort Hussiten. Und plötzlich schließt sich der Kreis. Huss hatte gesagt, 100 Jahre werden vergehen. Luther liest die Schriften von Huss und sagt, es ist genau das Gleiche. Ich weiß vor starrem Staunen nicht, was ich denken soll. Wenn ich die schrecklichen Gerichte Gottes in der Menschheit sehe, dass die offenkundige evangelische Wahrheit schon seit über 100 Jahren öffentlich verbrannt ist und für verdammt gilt. Er fällt von einem Schock in den nächsten. Und jedes Mal, wenn er eine Wahrheit entdeckt, muss er sich entscheiden. Der Konflikt ist da. Aber Luther hat Gottesfurcht genug und ist abhängig von Gott genug um sich jedes Mal dafür zu entscheiden. Er schreibt einige seiner berühmten Bücher an den christlichen Adel deutscher Nation oder von der babylonischen Gefängscha Gefängnis der Kirchen. Und dann schreibt er hier Folgendes an die deutschen Fürsten. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist so, als wenn, wenn Sie einen Brief schreiben würden an die verschiedenen Ministerpräsidenten. Es ist greulich und erschrecklich anzusehen. Dass der Oberste in der Christenheit, der sich Christi Stadthalter und Petri Nachfolger rühmt, so weltlich und prächtig fährt, dass ihn darin kein König, kein Kaiser mag erlangen und gleich werden. Gleicht sich das mit dem armen Christus und Sankt Peter? So ist es ein neues Gleichen. Er sagt, sie sprechen, er sei ein Herr der Welt. Das ist erlogen. Denn Christus, der Stadthalter und Amtmann, er sich rühmet, sprach vor Pilatus: Mein Reich ist nichts von dieser Welt. Es kann doch kein Stadthalter weiterregierender sein, Herr. Der Mann hat scharf gedacht. Und je weiter er sich mit der Wahrheit beschäftigt, desto klarer muss er auch den Irrtum deutlich machen und davor warnen. Und das tut er. Und das bringt ihn in den Magna-Konflikt zu seines Lebens. Am 28. Juni wird ein neuer Kaiser gewählt: Karl V. Wir werden am Freitag mehr davon hören. Wir sind jetzt gleich am Ende angelangt. Und Karl V ist ein junger Mann. Und die Päpstlichen sehen ihre Chance. Jetzt Luther doch noch zu bekommen. Am 15. Juli droht ihm Leo X., der Papst, mit dem Bann. Exkommunikation. Und die meisten der Freunde Luthers fangen an, wankelmütig zu werden. Das ist ja, es macht ja Spaß, ein bisschen Revolution zu machen, Ich war Ein bisschen mal gegen die Autorität zu rebellieren. Aber wenn dann die Autorität sagt, okay, alles oder nichts. Wenn ihr nicht widerruft, dann seid ihr ausgeschlossen, ihr seid dann vogelfrei, nicht wahr? Jeder kann euch töten dann sagen die meisten, äh, ja, okay, nicht wahr? Und das ist Luther, hat gezittert. Aber dann hat er Folgendes gesagt, wie soll es werden? Ich bin blind für die Zukunft und nicht darum besorgt, sie zu wissen. Wohin der Schlag fällt, wird mich ruhig lassen. Kein Baumblatt fällt auf die Erde ohne den Willen des Vaters. Wie viel weniger wir. Lieber Freund, liebe Freundin, egal was für Damokles Schwert über deinem Kopf hängt, Egal was für Krisen sich auf deinem Weg sich gerade befinden, egal wie schlimm oder düster die Zukunft scheint, kein Baumblatt fällt auf die Erde ohne dass der Vater es weiß, wie viel weniger bei uns. Es ist ein geringes, dass wir um des Wortes willen sterben oder umkommen, da er selbst im Fleisch erst für uns gestorben ist. Also werden wir mit demselben aufstehen, mit welchem wir umkommen und mit ihm durchgehen, wo er zuerst durchgegangen ist, dass wir endlich dahin kommen, wohin er auch gekommen ist und bei ihm bleiben ewig. Nicht. Die Bulle kommt, Leo schreibt, er ist exkommuniziert, Luther bekommt die Bulle, er schreibt, endlich ist die römische Bulle mit Eck angekommen, ich verlache sie nur und greife sie jetzt als gottlos und lügenhaft ganz eckianisch an. Ihr seht, dass Christus selbst darin verdammt werde. Ich freue mich aber doch recht herzlich, dass mir um der besten Sache Willen Böses widerfahren. Können wir uns erinnern, was Jesus gesagt hat? Wenn ihr schlimme Dinge erlebt, freut euch und jubelt. Kriegen wir mal so ein Jubeln hin? Kurz vor Schluss unseres heutigen Vortrages. Ich zähle bis drei, dann jubeln wir, jubeln wir alle nochmal, okay? Eins, zwei, drei. Hurra! Letztes Mal am Samstag anfasst, ein bisschen lauter, aber okay. Wir üben das nochmal. Luther! Als er jetzt weiß, woran er ist, als er sich für die Wahrheit entscheidet, hat plötzlich ein reines Gewissen und Freude im Herzen. Manchmal, ganz oft in unserem Leben ist es so, dass wenn wir eine Sache wollen, uns dafür entscheiden wollen, aber uns nicht unsicher, noch nicht ganz sicher sind, dann sind wir unsicher, nicht wahr? Und wir, sollen wir es wirklich machen? Soll ich das annehmen? Soll ich dieser Wahrheit folgen? Soll ich diesen Schritt gehen? Ja oder nein? Aber wenn ich ihn erstmal gegangen bin, dann ist Frieden beim Herzen. Dann kann er sagen, ich lache sogar über die Papstbulle. Ich bin nun viel freier, nachdem ich gewiss weiß, wow, dass der Papst als der Antichrist und das Satanstuhl offenbarlich erfunden sei. Boom. Und dann tut er etwas, was wirklich nur ein Martin Luther tun konnte. Er nimmt die Bulle und verbrennt sie öffentlich in Wittenberg. Und das war Krieg. Das war die öffentliche Kriegserklärung an den Papst. Und dann sagt er, ich empfinde täglich bei mir, wie gar schwer es ist. Und das finde ich so interessant, dass Luther selbst zu diesem Zeitpunkt immer wieder solche Sachen sagt. Er sagt: Ich empfinde täglich bei mir, wie gar schwer es ist, langwierige Gewissen und mit menschlichen Satzungen gefangen abzulegen. Er sagt: Jeden Tag aufs Neue kommen da wieder alte Dinge hoch. Weiß nicht, hat jemand uns, von uns schon mal die Erfahrung gemacht? Klaren Sieg errungen gestern? Und heute kommt das schon wieder so <laughs> angekrochen. Er sagt: Wie schwer ist das? Oh, mit wie viel großer Mühe und Arbeit, auch durch gegründete Heilige Schrift, habe ich mein Eigengewissen kaum können rechtfertigen, dass ich einer allein wie den Papst habe dürfen auftreten, ihn für den Antichrist halten. Wie oft hat mein Herz gezappelt, mich gestraft und mir vorgeworfen, ihr einig stärkstes Argument, du bist allein klug? Sollten die anderen alle irren und so eine lange Zeit geirrt haben, darf man nebenbei das Folgendes sagen: Wenn jemand solche Gedanken nicht hat und einfach nur predigt, Vorsicht. Alle wahren Prediger der Wahrheit haben lange damit gerungen, was die Wahrheit ist. Ja? Wenn es kein Opfer gekostet hat, ist es wohl nicht die Wahrheit. Wie wenn du irrest und so viele Leute in den Irrtum verführst, welche alle ewiglich verdammen würden. Er wusste ja, sein Zeugnis ist ein Beispiel für andere. Bis so lang, dass mich Christus mit seinem einigen, gewissen Wort befestigt und bestätigt hat, dass mein Herz nicht mehr zappelt. Lieber Freund, liebe Freundin, wir sind am Ende unseres heutigen Abends angelangt. Wir haben drei Männer angeschaut, Jan Hus und Hieronymus und jetzt Luther, den ersten Teil seines Lebens. Und in allen drei Fällen haben wir eine Sache deutlich gesehen. Wir brauchen Festigkeit durch das Wort Gottes. Oftmals erkennen wir Dinge in unserem Leben und sagen, ja, das könnte schon richtig sein. Aber wir tun die Dinge dann nicht, weil wir nicht uns nicht dafür entscheiden. Luther wusste, durch die Bibel, durch das Wort Gottes wird mein Herz gefestigt. Am 3. Januar 1521 wird er mit dem Band belegt. Aber das macht nichts. Denn einer, der größer ist als der Papst oder der Kaiser oder das Reich, hatte gesagt, wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Darum hasst euch. Die Welt. Lieber Freund, liebe Freundin, weißt du, dass Jesus Christus dich aus der Welt heraus erwählen möchte? Es heißt, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und wehe euch, wenn alle Dinge, wenn alle Leute gut von euch reden. Klingt ein bisschen interessant, nicht wahr? Reden alle Menschen gut von dir? Nun, nicht, dass wir den Streit suchen. Aber wer Christus nachfolgt, ist in einer Magna-Konfliktion. Aber wer hindurchgeht, hat Frieden in seinem Herzen. Heute Abend wollen wir ein Lied hören, das Luther's Erfahrung wie kein anderes ausdrückt. Wahrscheinlich kennen Sie es und Sie werden wissen, auf welches besondere Thema es anspielt. Und wir entscheiden darüber nach, über die persönliche Entscheidung in Ihrem Leben. Vielleicht ist es eine kleine Entscheidung, die ansteht, eine große, die Gott auf Ihr Herz gelegt hat möge Gott Ihnen die Festigkeit schenken, diese Entscheidung zu fällen. Lieber Freund, liebe Freundin, ist Gott deine feste Burg oder ist er nur eine Holzhütte in deinem Hintergarten? Ist Gott deine feste Burg? Gibt es eine Entscheidung in deinem Leben, klein, groß, was auch immer, wo du weißt, ich muss dahin durch, ich muss das tun, Gott hat es auf mein Herz gelegt. Egal, ob du wenig weißt oder viel weißt von der Bibel, was auch immer. Und du hast vielleicht Bedenken, dass wenn ich diese Entscheidung fällen würde, dann werden meine Freunde komisch von mir denken oder meine Nachbarn oder vielleicht sogar die deutsche Bundesregierung, was auch immer. Wahrscheinlich ja nicht. Noch sind wir nicht in solchen Konflikten, wie sie Luther hatte. Wenn es so eine Entscheidung gibt in deinem Leben, möchtest du nicht auch sagen, Herr, ein Wörtlein kann den Feind fällen. Sprich dieses Wörtlein auch für mich. Ich möchte unbedingt auch eine feste Burg haben in dir. Wer von uns möchte sagen, das ist mein Wunsch. Amen. Wollen wir noch gemeinsam beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen. Von Herzen Dank sagen, dass dein Wort zu uns gesprochen hat und dass wir erkennen konnten. Dass es notwendig ist, Mut zur Wahrheit zu haben. Das ist nicht immer bequem, das ist nicht mal einfach, aber es ist immer befreiend. Jan Husser hat das erlebt, Hieronymus von Praga hat das erlebt, Martin Luther hat es erlebt. Manchmal sind sie auf Abwege geraten zwischendurch, aber am Ende haben sie gesiegt im Glauben, weil sie ihr Leben übergeben haben, weil sie diese freimachende Botschaft der Gerechtigkeit aus dem Glauben verstanden haben. Und das Licht ihre Herzen erwärmt hat. Und ich glaube, heute hast du auch zu uns gesprochen, und ich danke dir, dass du uns Kraft gibst in den Entscheidungen, die vor uns liegen, dass wir nicht einfach nur Geschichte betrachten, sondern dass wir Prinzipien dieser Geschichte auch zu unserer Geschichte machen, und dass diese Reformation in unserem Leben weitergeht. Sei du bei uns und führe uns bald wieder gesund hier zusammen, damit wir dein Wort weiter studieren können und mehr erfahren können über diesen großen Konflikt und die letzte Auseinandersetzung. Im Namen Jesu. Amen.